Und damit begrüße ich euch zum heutigen Podcast. Ja, heute sind wir mal nur viert, denn der gute Marlo ist nicht da. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Raw an. Raw fing diese Woche mal wieder mit Roman Reigns an, der natürlich in letzter Zeit jetzt ziemlich oft rauskommt. Und dieses Mal kam er wegen einem bestimmten Grund. Er hat gesagt, dass er seine Jahr zurückholen möchte und hat allerdings auch gesagt, dass ihm jemand im Weg steht. Ich habe natürlich kurz gedacht, jetzt sagt er wieder Brock Lesnar und habe gesagt, bitte nicht. Aber er hat gemeint, Seth Rollins würde im Weg stehen und hat ihn dann auch rausgebracht. Und dann kam auch Seth Rollins raus. Ja, Roman Reigns hat ihm viel Glück gewünscht für sein Match gegen Brock Lesnar und hat aber eine Bitte gestellt. Es war, dass er die Band, also den Shield, wieder zurückbringen möchte. Ja, Seth Rollins war dann nicht mit einverstanden, beziehungsweise erst nicht. Hat sich dann aber dazu entschieden, das doch zu machen für Roman Reigns. Dann wollten die zwei, dass noch Dean Ambrose rauskommt. Der wurde allerdings von Elias angegriffen, bevor er irgendwas sagen konnte. Ja, am Anfang, wie gesagt, dachte ich, dass Brock Lesnar irgendwie jetzt erwähnt wird von Roman Reigns. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Und dann, wo er Seth Rollins gesagt hat, habe ich auch kurzzeit gedacht, dass er hier einen Heel-Turn irgendwie jetzt langsam aufbaut. Hat er dann, ist dann zum Glück auch nicht passiert, auch wenn man da nicht weiß, wie es in der Zukunft so aussehen wird. Und ja, ich bin auch froh, dass man nicht am Anfang direkt die Sheet durchgezogen hat, sondern dass er erst durch die ganze Show gezogen hat. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden mit dem Opener und ja. Ja, ich fand es ganz interessant, auch wie du schon sagtest, dass man nicht direkt gesagt hat, was man vorhat, sondern das Publikum erstmal so ein bisschen in Unglauben gelassen hat. In dem Ungewissen, das richtige Wort. Wie du sagst, hätte direkt Brock Lesnar erwähnt werden können. Aber dann kam Seth Rollins und man hat immer noch nicht gesagt, direkt, dass man Shield wiederhaben möchte. Ja, im Endeffekt war es so. Finde ich schön. Bin gespannt, was sie das machen. Hoffentlich mehr zum letzten Mal. Und ja, hat wieder mal eine Attacke von Elias mit der Gitarre. Ich glaube, der muss ganz schön viele Gitarren im Repertoire haben, wenn der jede Woche mindestens alles zerstört. Ja, die beiden, Elias ist ja geflüchtet vor den beiden, also vor Seth Rollins und Roman Reigns. Und so wie ich ja war, wollte dann Dean Ambrose erstmal nicht zustimmen zur Reunion von The Shield. Yep, ich stimme dem Loki da vollkommen zu. Mein erster Gedanke war auch, oh mein Gott, bitte nicht wieder Brock Lesnar. Und so kam es dann auch. Und kann man so machen, gerade dadurch, dass man zur Begrüßung schon wieder den Shield auf die Backe getackert hat. Finde ich gut. Gerne mehr davon. Ja, also ich fand den Auftakt auch richtig gut, mit der ganzen Promo wieder von Roman Reigns. Dann habe ich mir auch echt gedacht, wer denn da im Weg stehen soll und Seth Rollins, warum er gerade im Weg stehen soll. Ja, und die Shield Reunion, ein letztes Mal, so wie es Roman Reigns gesagt hat. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Shield noch weitergehen wird. Wie lange wir ihn noch sehen werden. Ich kann nicht mehr dazu was sagen. Ich sage nichts im Nächsten. Es war das erste Match an die. Ein Six-Man-Tag-Team-Match. Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley mit Leo Rush gegen Braun Strowman, Kurt Angle und Banner. Ein ziemlich durchwachs, würde ich jetzt sagen. Also von der Ansicht kann man es auf jeden Fall bringen. Ich persönlich hätte es jetzt nicht gebracht. Zumal man mit der Dreier-Konstellation von hier Braun Strowman, Kurt Angle und Finn Balor, denke ich, in der Zukunft nichts machen wird in Richtung des, ich sag mal, den Prügelknaben. Deswegen ist es jetzt so ein Match, was ich nicht gebraucht habe. Dann noch die Attacke von den Prügelknaben am Ende. Hätte ich dann auch nicht gebraucht an sich, aber mit 14 und 43 ein ordentliches Match, was Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley nach dem Spear von Lashley gewonnen haben. Und ja, was? Ja, meines Erachtens war es halt so ein Match, wo ich selber mir gewünscht hätte, dass man es nicht gebracht hätte, weil man eben diese Paarung jetzt auch schon mehr als einmal gesehen hat. Das Problem ist, oder was ich daraus sehe, was die WWE eventuell machen könnte, was die ganze Sache wieder ein bisschen erklärt, wäre wirklich, wenn wir das lang erwartete Retirement-Match von Kurt Angle kriegen, und zwar gegen eben Drew McIntyre. Und vielleicht noch über einen Turn gegen diese Gruppierung von McIntyre, weil er eben das Gefühl hat, dass er alleine besser klarkommt und dass die anderen ohne ihn eh nichts reißen können, damit er ja die Heel-Rolle behalten kann. Ja, vielleicht so. Ansonsten vom Match selber war halt da, hätte ich nicht gebraucht. Hätte man was Besseres hinsetzen können, finde ich. Ja, da stimme ich euch beiden definitiv zu. Match war da, war ganz unterhaltsam, aber gebraucht hätte man es echt nicht. Also, wie ihr schon erwähnt habt, man will diese Dreier-Konstellation mit Finn Balor ja in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen. Oder es wird nicht mit denen weitere arbeiten, so keine Storyline dahinter. Von daher, die einzige logische Erklärung wäre wirklich, dass es Daniel gesagt hat in dem Retire-Match von Kurt Angle. Ja, da stimme ich euch auch vollkommen zu. Also für mich war es auch ein Match, das man nicht hätte brauchen müssen, dass am Ende Bobby Lashley
Finn Balor pinnen durfte, sieht man auch, dass dann noch was kommen wird. Dass Lashley wahrscheinlich nochmal ein Match gegen Balor erhalten wird. Die andere Frage ist, warum diese drei Prügelknaben bei Fastlane jetzt andere Gegner bekommen mit dem Sheen. Das ist noch fraglich, weil hättet ihr ja auch gegen was anderes stellen können. Ja gut, ich denke mal, dass mit Shield wir dann damit haben und kein richtiges Dreier-Stable hat. Denke ich, gab es da wirklich keine anderen Möglichkeiten. Wenn jetzt allerdings auch niemand mit was dazu zu sagen hat, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum ersten Backstage-Segment. Und zwar mit Heavy Machinery, die interviewt wurden. Denn letzte Woche gab es mit denen ja auch ein Backstage-Segment, wo Otis Dozovic hier die Ascension umgehauen hat. Deswegen haben sie jetzt sozusagen eine Challenge ausgestellt, die sie dann auch bekommen haben im weiteren Verlauf der Show. Ich denke, dazu kann man jetzt auch nicht viel. Aber man muss hier noch vielleicht dazu sagen, dass Otis Dozovic richtig gut am Mic ist, wenn er mal nicht diesen krank, nicht verstehenden Kerl spielt. Aber ansonsten, ja, wie von den Ödipro. Ja, also meine Reaktion war auch, Alter, wie klingt denn auf einmal Otis? Weil man kennt ihn ja immer nur als den sehr hoch brüllenden kleinen Dicken, aber wenn er dann mal in normaler Tonlage redet, Alter, das ist man überhaupt nicht gewohnt. Ich fand die Promo wieder sehr unterhaltsam. Ich finde halt nur langsam müsste tatsächlich dann auch ernsthaft was mit den Jungs passieren. Klar, sie haben dann das resultierende Match gewonnen, da reden wir ja gleich noch drüber. Aber das muss jetzt weitergehen. Wenn das jetzt wieder so eine einmalige Sache war, um die Geschichte von letzter Woche ein bisschen abzurunden, dann wäre das einfach schade. Aber das Segment war echt gut. Ja, ich fand's auch relativ gut. War mal interessant, die beiden häufiger zu sehen und vor allen Dingen, wie ihr schon sagtet, Otis mal in einer anderen Rolle zu sehen als in seiner herkömmlichen. Von daher sind wir gespannt, was da noch so passieren wird. Also da stimme ich euch vollkommen zu, also viel mehr muss ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich fand es auch interessant, Otis mal anders zu erleben, nicht so wie er sonst immer aufgetreten ist. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum zweiten Match. Und zwar haben wir hier Natalya Riot. Es war ein schnelles Match, aber in 2 Minuten 4 Match erwarten, dass am Ende Natalya gewonnen hat nach Small Pin, nach dem Einroller. Einen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, denn damit schwächt man nur weiter Ruby Riot. Und ich habe jetzt nach dem zweiten Match gegen Ronda Rousey schon gedacht, okay, vielleicht kommt da ein kleiner Ruby Riot, der vielleicht gestärkt wird in der nächsten. Und dann kommt, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann dazu aber wirklich nicht viel sagen, was die anderen. Naja, man kann jetzt sein, dass Malu nicht wieder hier ist, der wäre sonst wieder völlig Eskalation gewesen, weil man mal wieder den Riot Squad schwach darstellen lässt. Ja, durch ein Small Package ist, glaube ich, so eine Art Einwohner zu verlieren. Naja, ich glaube, da gibt es noch ein Match zwischen den beiden, auch wenn man es wahrscheinlich nicht nochmal sehen will, weil man ja wahrscheinlich wieder ahnen kann, wer dann gewinnen will. Ja, Ruby Riot war wieder nach 2 Minuten abgesmashed. Was soll man dazu sagen? Sehr kurz, sehr unnötig. Naja, habe ich dazu nichts zu sagen. Sehr kurz, ja. Sehr unnötig, nein. Ich verstehe nur nicht, was der ganze Quatsch dann dazwischen soll. Man müsste sich halt langsam bei Ruby mal entscheiden, was will ich mit der Frau jetzt? Einerseits bauen sie sie auf, eine Woche später machen sie sie wieder kaputt, um sie dann wieder aufzubauen. Das ist, warum entscheidet euch endlich? Weil sie ist halt echt gut. Und das, was im Moment passiert, ist einfach nur mega lächerlich. Egal. Ich will nicht den Malu machen. Macht weiter. Also ich habe ja so ein Gefühl, dass man einfach keine Ahnung hat, was man mit Ruby Riot machen sollte. Denn ganz im Ernst, man stellt sie erst gut da, dann ist sie wieder scheiße. Nächste Woche ist sie wahrscheinlich wieder gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich bin auch ehrlich gerade froh, dass Malu da ist. Denn bei diesem Match, da wäre es jetzt laut geworden. Aber ich denke, Michi, wenn du... Ja, ich glaube, Malu wäre da wieder völlig eskalierend auf die richtig rumgeschimpft. Warum, WWE, warum? Können die doch nicht machen, aber ich bin auch froh, dass er gerade nicht da ist. Bevor da wieder irgendwie, so wie das letzte Mal bei 1 Minute, wie war das? 1:07, 1:17, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen dazu. Ja, dann ging es Backstage weiter. Stephanie McMahon, zwei Saturday Night Live gesagt, die wohl eine große Rolle bei WrestleMania spielen werden. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen uninteressant. Ich weiß auch nicht, warum gebracht hat. Deswegen denke ich, gehen wir direkt mal weiter zum für mich besten Segment dieser Woche. Zwar Promo. Ja, ich glaube, ich kann dir das erklären. Saturday Night Live ist eine der größten Unterhaltungs-
Sendung, Informationssendung, gerade die Wochenendvariante in Amerika. Und die WWE hat ja vergangene Woche schon angekündigt, jetzt wieder mehr Celebrities einzuladen, um die Ratings zu pushen. Und genau dafür ist das gedacht, weil eben die Sendung, hinter denen die beiden stehen, unheimlich beliebt bei den Amerikanern ist und man sich damit natürlich erhofft, so nach dem Motto, oh, die sind da, vielleicht sollten wir da mal reingucken. Ja, okay, aber ist trotzdem, finde ich, brauchen würde, gerade weil die beiden ja auch der Show noch eine andere Rolle gespielt haben. Es ist zwar lustig, gerade wenn es zwei Kunden sind, das bin ich auch gespannt, wen sie da in der Zukunft noch einladen, aber jetzt für mich ist so interessant. Ja gut, ich denke, das ist einfach die Herkunft. Die funktionieren für die Amis, für uns Deutsche ist das natürlich völlig uninteressant, da gebe ich dir recht. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir dann zum besten Segment, weil ich gerade schon angesprochen habe, und zwar zu der Promo von Triple H, der Batista hier angesprochen hat. Kurz vor der Promo hat man auch was von Batista eingespielt, wo er natürlich gemeint hat, dass er nicht da sein wird, weil ihm die Stadt nicht verdienen würde. Und ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht davon, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass Batista da ist, vielleicht auf einen Brawl zwischen den beiden freue oder sonst was. Ist dann am Ende nicht passiert. Umso besser war dann die Promo von Triple H, denn er hat mal wirklich rausgehauen, würde ich sagen. Er hat angesprochen, schwere Leidenszeit von Ric Flair, dass er es nicht verstehen kann, warum er einen alten Mann angreifen muss, um die Anerkennung von ihm zu bekommen. Also man muss schon sagen, das war mit die beste Promo, die ich in den letzten Wochen gehört habe, und gerne mehr davon. Gerade wenn Batista dabei ist, werden das schon echt geil ist. Und dann natürlich auch noch der Aufbau zum Match bei WrestleMania. Ja, bei der Promo habe ich zwischenzeitlich ganz kurz gedacht, jetzt fehlt eigentlich nur noch so der Qualm aus Triple H's Ohren. Alter, der ist ja so hart rot angelaufen, während er sich da in Rage geredet hat. Aber das, was er gesagt hat, darf man halt auch nicht vergessen, neben der Tatsache, dass es natürlich Hand und Fuß hat, aber was man halt nicht vergessen darf, er hat Bezug auf Dinge genommen, die schon, ja, tatsächlich Jahrzehnte her sind und die heute immer noch genauso funktionieren wie damals. Und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Der Emo würde jetzt wieder sagen, ich brauche kein Altherren-Wrestling, aber da bin ich dann doch so ein bisschen anderer Meinung. Da habe ich echt Bock drauf, was daraus wird. Ja, war echt sehr interessant, wie du gesagt hast, Daniel, so rot angelaufen wie Triple H war, hat nur noch der Qualm aus den Ohren gefehlt. Das wäre so noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen, sozusagen, von dieser Promo. Aber ansonsten war sie echt sehr geil. Auch schade, echt schade, dass Batista nicht da war, weil das wäre, denke ich, noch genialer gewesen, wenn er sich direkt Triple H entgegengestellt hätte und sich von Triple H direkt anbrüllen lassen hätte. Aber ansonsten ziemlich geil gewesen. Da sieht man, das ist wahrscheinlich eine sehr gute Geschichte, eventuell eine sehr gute Story. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, auch gerade mit dem Match dann. Und ja. Ja, du hast schon angesprochen mit dem Gegenüberstehen, das findet in der kommenden Woche statt. Da stehen sie sich face-to-face gegenüber. Oh je, bin der arme gespannt, Batista. Ich bin echt gespannt, was da abgehen wird. Ja. Der arme Batista. In dem Segment, ja. Ich kann nicht Daniel echt bloß zustimmen. Meine Güte, wie der Triple H, wie rot der angelaufen ist. Wie ausgerastet der ist, kann man davon so sagen. Und den Gesundheitszustand von Ric Flair, naja, mit dem Wachkoma, nichts Schönes. Ja, wobei ich da wieder sagen muss, das hätten sie anders verkaufen müssen. Weil wenn ein Ric Flair an einem Mittwoch nach Raw fleißig auf Facebook postet, kann man dann halt als Fan die Geschichte mit dem Wachkoma so ein bisschen in Zweifel stellen. Da sollte man dann schon drauf achten, finde ich, aber gut. Nein, Bummersache war ja vor einem Jahr, wo der ja, Gova sterben, weil er ja irgendwas hatte, operiert werden, wo eine Hüfte war. Ich glaube, darauf hat er bitte. War das die Darmgeschichte? Ich hab gedacht, es geht jetzt nach dem Angriff. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Der hat ja erzählt von seiner schweren Zeit, wo er eben ganzen OPs hatte, im Koma war und ich glaube, der Sohn, der von ihm verstorben ist. Okay, dann habe ich das nur falsch verstanden, alles klar. Aber man darf dazu zu der Promo ja auch nicht vergessen, dass man immer noch die Evolution-Vergangenheit von den beiden dazu hat. Das heißt, da kann man natürlich auch noch drauf aufnehmen. Und die Sache, dass Batista noch gegen Triple H verloren. Spannend, wie es da und da weitermacht. Da freue ich mich dann wirklich, Batista. Ja, wenn keiner mehr was dazu sagen, gehen wir zum nächsten Backsegment. Und zwar mit Stephanie McMahon, die auch interviewt wurde zu der Raw Women's Championship-Geschichte. Denn, wie wir ja alle wissen, hat hier Ronda Rousey ihren Titel letzte Woche vor die Füße von Stephanie hingelegt. Und sie hat jetzt gesagt, dass sie ihren Titel dadurch vakantiert hat und dass man bei Fastlane
ein Match zwischen Becky Lynch und Charlotte haben wird, denn Becky Lynch hat man dann auch wieder die Suspendierung zurückgezogen. Und ja, allerdings kommt dieses Match nur zustande, wenn sie ein Agreement sozusagen unterzeichnet, dass sie die WWE nicht verklagen kann, wenn mit ihr was passiert. Ja, dass man hier Becky wieder dazugeholt hat und Suspendierung aufgehoben hat, finde ich auf jeden Fall gut. Was ich dann allerdings gut finde, ist, dass man jetzt noch ein extra Match von durch reingepresst bekommt. Gerade mit der Geschichte, dass sie ja den Rumble gewonnen hat und dass dadurch jetzt irgendwie in Vergessenheit gerät und irgendwie scheißegal ist. Aber ansonsten, ja, bin ich gespannt, wie man da auch weiterhin mit den dreien dann aufbaut, weil wir sind uns, denke ich, alle, dass es morgen gewinnen wird. Ja. Ja, das war das Segment, auf das alle gewartet haben. Der große Knall kommt. Das Triple Threat Match ist offiziell angesetzt, mehr oder weniger, vorausgesetzt Becky gewinnt am Sonntag. Oh, was wird wohl passieren? Aber das wusste man ja auch schon wieder vor Wochen. Von daher, Segment okay und auch das, was daraus resultiert, okay. Aber ich finde die ganze Geschichte drumherum langsam echt nervig, weil sie halt das Match jetzt am Sonntag völlig uninteressant macht, weil wirklich jeder weiß, wie es zu Ende geht. Aber sonst, wir warten auf WrestleMania. Ja, vor allem, weil ich und Daniel haben geredet und wir haben beide gesehen, ganz genau, wie dieses Match ausgehen wird und ablaufen wird. Denn ich und Daniel denken, dass das ganze Match so aussehen wird, dass natürlich Charlotte auf ihr Bein gehen wird, darauf die ganze Zeit eintreten wird und was weiß ich. Und Becky dann durch. Das ist eigentlich so die typische WWE-Masche, wenn man Hold Harmless Agreement hat. Außer damals bei Triple H und Seth Rollins, weil das so die geil ist. Aber das erwarte ich Sonntag jetzt. Na, das, was Daniel und ich noch gemacht hatten an der Ansetzung von dem Match, hätten vielleicht so gelassen um den Titel antreten und hätte Rousey irgendwie anders da einbauen können. Also, dass jetzt Becky gegen Charlotte um den Titel angetreten hätte, da hätte es dann immer noch kein Champion gegeben, weil vielleicht dann irgendwie Rousey eingegriffen hätte und für eine Disqualifikation gesorgt hätte. So hätte man das Triple Threat Match auch besser einbauen können, meiner Meinung nach, und dann hätte man jetzt nicht dieses Match reinmachen müssen, wo man dann schon weiß, dass Becky gewinnt. Ja, ich freue mich auch auf WrestleMania, wenn diese ganze Sache zwischen Becky, Charlotte und Ronda hoffentlich vorbei ist. Weil, ja, wie schon öfter gesagt, ist echt gut gemacht, aber so langsam nervt es einfach. Ja, wie die anderen gesagt haben, es ist sowieso von vornherein klar, wie das Match am Sonntag ausgeht, dass Becky Lynch durch irgendeine Art und Weise dieses Match gewinnen wird und dann bei WrestleMania dieses Triple-Threat-Match kommt. Von daher hätte man dieses Match eigentlich nicht gebraucht. Man hätte einfach vornherein sagen sollen, hier, Triple-Threat-Match bei WrestleMania. Aber gut, sie wollen es halt in Anführungszeichen auch mal etwas spannend machen, weil vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die da nicht so drüber nachdenken, sich Gedanken machen wie wir, oder das nicht zu erkennen, die vielleicht hoffen, dass Becky oder denken, dass Becky verliert, dass es nur ein Match zwischen Charlotte und Ronda wird bei WrestleMania. Ja gut, wir wissen es auf jeden Fall besser. Die meisten, denke ich, werden es so wissen wie wir. Von daher schauen wir, wie das Match wird. Vielleicht wird es ja halbwegs unterhaltsam am Sonntag, dass wir doch ein gutes Match sehen. Und dann, wie gesagt, freuen wir uns auf WrestleMania. Ja, das wäre jetzt natürlich eine Überraschung, wenn Charlotte das Match gewinnt. Aber daran glaube ich, wie gesagt, nicht. Man weiß schon vorher, dass es ein Triple Threat Match wird. Dann hätte man das anders da irgendwie bucken können, damit es nicht danach aussieht. Ja, auf jeden Fall. Mir ist gerade noch eine Option eingefallen, wie man sie noch bringen könnte. Und wir werden am Sonntag alle überrascht werden. Und B, Hergi, grundsätzlich, ich kann dich beruhigen, nach WrestleMania sind wir die Storyline Becky Lynch, Charlotte und Ronda Rousey definitiv los, weil einen Tag nach WrestleMania beginnt der Backsport-Urlaub von Ronda Rousey. Von daher sind wir die da auf jeden Fall schon mal los. Stimmt, da war was. Die Idee, die mir gerade noch gekommen ist, ist, man zieht dieses Gimmick, was Becky aktuell fährt, so nach dem Motto, ich setze mich über alles hinweg, einfach noch ein bisschen weiter. Und sie verliert am Sonntag tatsächlich und geht in der Zeit dazwischen, aber immer wieder auch auf Charlotte los. So lange, bis die sagt, weißt du was, du gehst mir so auf den Sack, wir regeln das jetzt bei WrestleMania endgültig. Das wäre noch so eine Option. Ich hoffe, nicht passiert, denn ganz im Ernst, ich wollte schon von Anfang an die Triple Threat nicht. Und jetzt weiß man, dass Charlotte eh schon drin sein wird und jeder, der Charlotte gewinnen sehen will, hat, denke ich mal, nicht alle Tassen im Schrank. Aber ich wäre einfach froh, wenn man die ganze Sache jetzt einfach hier am Sonntag offiziell macht, man dann Promos und Brawls hat und was weiß ich, aber nicht so, ja, jetzt ist sie raus und irgendwie noch rein. Weil das wäre, denke ich, jetzt schlimmer als jetzt einfach. Ja, wie gesagt, das ist halt die einfachste Option und die auch tatsächlich wahrscheinlichste. Aber wenn die WWE uns wirklich überraschen wollen würde, wäre das halt noch eine Möglichkeit, das zu tun.
Ob wir das jetzt sehen wollen, sei mal dahingestellt. Am Sonntag offiziell ist und dann ist auch. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum dritten Match. Und zwar jetzt Gotland-Match von Heavy Machinery, die hier gegen das B-Team, gegen Ascension und Hawkins und Ryder andrehen muss. Das Match haben sie natürlich gewonnen. Wunder. Und zwar haben Otis und Tucker erstmal das B-Team nach dem Compactor eliminiert, dann Ascension nach einem Splash und zu guter Letzt Hawkins und Ryder nach dem Warm. Und das Match ging 6 Minuten. Hätte ich echt ein bisschen länger sehen wollen. 12 Minuten, 13 Minuten, sowas um den Dreh, dass man die ganzen Teams jetzt nicht so wegsquasht. Aber ansonsten bin ich eigentlich mit dem Ende ziemlich zufrieden und ja. Ja, pro Team 2 Minuten kann man sagen. Ich hätte es auch gerne länger gesehen, zumal Heavy Machinery ja jetzt nicht kein schlechtes Tag-Team sind, oder? Beziehungsweise alle 4. Naja, und die Ascension haben sich ja eigentlich auch ordentlich lustig gemacht über die. Da hätte man das auch ein bisschen länger ziehen können. Aber ich fand es ein gutes Match. Und am Ende halt natürlich wieder Kurt Hawkins gepinnt. Wie soll es auch anders sein? Der Junge tut einem echt schon leid, aber so baut man ihn scheinbar auch irgendwie auf für irgendwas, was die vorhaben. Man weiß nur nicht, was die mit dem vorhaben. Dein Wort in Gottes Ohr, irgendwas an Kurt Hawkins so aufzubauen, da muss mir mal irgendwer erklären, wie das funktionieren soll. Der große Sieg bei WrestleMania. Ja, vielleicht kommt es ja noch irgendwie in ein Tag Team Match an, ja, wer weiß. WrestleMania, Mania, Mania. Nein, aber zurück zu dem Gauntlet-Match. Ich würde es liebevoll gerne den Gauntlet-Witz nennen, weil ein Gauntlet-Match, was 6 Minuten geht, ist eigentlich, ja, wird keinem der Tag-Teams, die teilgenommen haben, gerecht. Und ich wiederhole das, was ich vor, ich glaube, 3 Wochen schon mal gesagt habe, dass Ascension sich das gefallen lässt, was man mit denen macht und das schon seit Jahren. Großen Respekt dafür. Schön, dass Heavy Machinery gewonnen hat. Ich mag die 2 auf jeden Fall. Ich habe nur ein Problem. Das waren jetzt, wenn man aus WWE-Sicht geht, alles Teams, die dafür da waren, weggesquasht zu werden. Das wird mit Sicherheit wieder irgendwann darin enden. Ja, ihr seid doch bis jetzt nur gegen Lappenteams angetreten. Versucht's doch mal gegen uns. Und dann macht man Heavy Machinery gegen ein, in Anführungsstrichen, ernstzunehmendes Tag-Team wieder kaputt. Ehrlich und Heavy, denn erstens hat man da 2 wirklich gerade im Tacker. Kann man da schon viel machen. Und ich denke schon, dass Wind nicht irgendwie Teams wächst. Klar sind, dass jetzt Teams immer weggesquasht werden. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass die 2 richtig große Karriere, sag ich mal, haben. So langsam will ich aber dann auch gerne, wo sie jetzt am Ende landen. Denn das Ganze geht jetzt auch schon seit letztem Jahr. Und vielleicht wissen wir das auch erst ab. Ja, auch schön, dass Heavy Machinery gewonnen haben. Dass man sie so gut darstellt. Ja, Kurt Hawkins, Zack Ryder. Kurt Hawkins so aufbauen, interessante Masche, ihn verlieren zu lassen, um ihn aufzubauen. Eigentlich macht man das Ding nicht anders darum. Aber gut, wenn die WWE es meint, das so zu machen, warum auch nicht? Ja, an sich ein ganz interessantes Match. Halt, wie alle ihr auch sagt, für ein Downtown-Match 6 Minuten, ganz schön wenig. Gut, die WWE wollte es so. Jetzt macht er den 6 Minuten fertig. Sie haben es gemacht. Vince McMahon ist glücklich und zufrieden. Und das ist doch das, was in der WWE meistens zählt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Backstage-Segment. Und zwar wieder mit den 2 Comedians. Diesmal mit Easy und Titus O'Neil. Ja, war ein relativ normales Labersegment, würde ich sagen. Mit Titus O'Neil hat man Fotos gemacht. Und eine Sache bei EC3 ist mir aber aufgefallen. Er stand dann die ganze Zeit am Spiegel und hat ihn geputzt. Jetzt, wenn man in die ganze Zeit im Hintergrund auf EC3 achtet, merkt man, wie er wirklich das ganze Segment über dieselbe Pose gehabt. Ich weiß nicht, wie man mit EC3 da in die Richtung geht, ob das jetzt eher so ein Comedy-Typ werden soll oder was weiß ich. Ich hoffe es natürlich nicht, aber es ist schon ziemlich lustig. Also ich muss ganz kurz in einem Satz sagen, das, was du gerade beschrieben hast, war für mich das Beste an dem ganzen Segment. Den ganzen Rest drumherum, warum? Ja, dieses Segment, aber am Ende nicht. Deswegen würde ich sagen, wir sagen, dann gehen wir zum nächsten Hall of Fame Inductee, und zwar Tori Wills hat hier ihr Inductee-Video bekommen, und ja, ich würde sagen, das ist endlich mal Zeit, dass sie reinkommt. Klar, man hätte für Tori jetzt mal andere reinbringen können, aber ich finde, sie gehört auch in die Hall of Fame, auch wenn ich jetzt nicht so viel von ihr gesehen habe. Aber was hat ihr denn dazu, zu der Hall of Fame Inductee? Ich muss tatsächlich gerade nochmal nachgucken. Ich habe den Namen immer noch mit was anderem in Verbindung, neben der WWE, krieg aber gerade nicht zusammen, was es war. Also wenn jemand von den anderen gerade machen will, möge das schon mal tun. Okay, scheinbar will keiner machen, das ist natürlich Herr super. Herr, gerade noch was sagen. Ach so, okay, dann darf er. Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne Tori Wilson eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deshalb kann ich nicht wirklich was zu sagen. Finde es schön, dass sie reinkommt, weil sie wird, denke ich, dann es verdient haben. Sie bringen ja keine Leute und eine Runde in die Hall of Fame. Aber wie gesagt, ich kann nicht wirklich was zu ihr sagen. Ich kenne sie leider gar nicht.
Das wage ich zu bezweifeln. Ist das nicht die Ehefrau vom Ultimate Warrior? Nein. Die Ehefrau von Ultimate Warrior ist Creative Ach so. Mit der Hall of Fame. Die du meinst, heißt Dana Warrior in dem Fall. Aber ihr kennt sie trotzdem alle mit Sicherheit aus einem ganz normalen Fernsehprogramm. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt und jetzt weiß ich wieder, woher ich sie kenne. Sie hat bei Baywatch mitgespielt. Ah, okay. Ich wusste es nicht, ich bin überrannt vor. So, und ja, gut. Rein wrestlerisch hat sie es definitiv verdient. Ich musste, wie gesagt, gerade für mich einfach nur nachgucken, woher hast du dieses Gesicht gesehen? Zeit wird's und ja, wir frotzeln ja im Discord immer schon so langsam gehen den Herren der WWE die Inductees aus. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Tori Wilson jetzt in der Hall of Fame Class für dieses Jahr gerne. Bin gespannt, wer da noch kommt. Und vor allen Dingen bin ich mal ganz kurz weg von Tori Wilson endlich gespannt, ob und wann ein gewisser Undertaker diese Ehre mit sich tragen darf. Vielleicht wird er ja sozusagen der Headliner der ganzen Hall of Fame, wie damals mit Goldberg oder Kurt Angle. Ich hoffe es zumindest. So langsam sollte er seine Karriere offiziell beenden und dann auch endlich in die Hall of Fame kommen, denn wir sind uns, denke ich, alle einig, dass ein Undertaker einfach nicht in den Ring sollte. Ja, auf jeden Fall. Er hat seine besten Jahre, besten Matches hinter sich. Lass ihn in die Hall of Fame und lass den Undertaker ruhen. Er macht halt sich und sein Vermächtnis immer mehr kaputt und das ist halt schade. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Backstage-Segment, mal mit Charlotte Flair. Woohoo. Sie hat über Becky Lynch geredet und dass sie sie jetzt endgültig auseinandernehmen möchte sozusagen und sie endlich ausschalten möchte. Und ja, sie hatte dann groß posaunt, dass sie den Titel gewinnen würde und sich auf die Vertragsunterzeichnung freuen würde, denn kann sie endlich mit Becky Lynch abschließen. Kann sie jetzt im Endeffekt nicht. Aber ja, gut, dann kam nochmal Rollins und Dean Ambrose im Backstage-Bereich und haben dort nochmal über die Schiede. Dean Ambrose hat aber direkt gesagt, dass er nichts sagen kann, dass er jetzt einfach sich auf Elias fokussieren möchte und gewinnen möchte und das auch alleine machen möchte. Ich denke, so hat man das auch gut weitergezogen, dass man hier nicht direkt sagt, ja, okay, ich bin dabei, sondern einfach sagt, ja, ich weiß es nicht, ich möchte nicht und was weiß ich. Hat man hier gut weitergezogen und ja. Mich nervt neben Charlotte Flair generell eine Sache. Wofür haben wir zumindest Stand jetzt einen Roster-Split, wenn das halbe Roster, wenn man jetzt die NXT-Call-Ups mal dazu zählt, sowieso in beiden Shows rumspringt? Jetzt habe ich Charlotte nicht nur bei SmackDown an der Backe, nein, jetzt muss ich mir die auch noch bei Raw gefallen lassen. Bei Becky ist das was anderes. Becky wird gefeiert. Becky finde ich gut. Becky wird genutzt, um die Zuschauerzahlen zu pushen. Aber warum muss ich mir jetzt auch noch zweimal die Woche Charlotte Flair geben? Mann, Kacke! Ich weiß nicht, aber ich denke einfach, dass er damit halt einfach auch in dem Championship-Match drin sein wird, weil das immerhin der Raw Championship im Championship. Das vermute ich auch, dass deswegen ein Zweischuss zu sehen ist, Daniel. Also, da müssen wir jetzt wohl durch bis WrestleMania. Ja, leider. Ich wäre auch froh, wenn ich sie nur in einer Show tragen müsste oder am besten gar nicht, weil, wie gesagt, ich mag das Plastik nicht. Man merkt einfach, dass hier den Papa-Bonus, weil Ric Flair ja wirklich sehr, sehr gut und bekannt und viel Einfluss hat in der WWE. Aber gut, wie Michi gerade sagte, wir müssen durch. Nach WrestleMania wird alles anders. Ist ja nur noch, ich sag mal, ein knapper Monat. Den halten wir noch durch. Aber ansonsten, ja, kann ich auch darauf verzichten, Charlotte Flair zu sehen. Und bin dann echt froh, wenn ich am Sonntag sehen kann, wie Becky Lynch Charlotte Flair gewonnen hat und dann Charlotte nicht mehr das große Klappe hat, von wegen sie würde Becky Lynch in den Rund um Boden stampfen. Das wird sie aber, weil sie wird sagen, das war alles nur Zufall. Aber ich habe da eine Idee. Ich brauche nur eure Unterstützung. Ihr kennt doch mit Sicherheit diese Metalldetektoren an Flughäfen, oder? Ich bin ja dafür, wir entwerfen sowas. Und fallen sie bei Charlotte oder was? Nein, wir entwerfen sowas in Form eines Plastikdetektors. Eines Silikonscanners. Und wenn der Silikongehalt einer Person über einen gewissen Wert hinausgeht, darf die einfach nicht durch. Wenn ich nichts dagegen, dann kannst du den ganzen Weg mit dem Auto fahren, wenn das. Nein, wir machen das schon direkt so. Der ist transportabel, der wird an jeder Halle, wo die WWE auftritt, aufgestellt. Sie kommen hier nicht durch.
zu viel Plastik oder Silikon. Ja, bitte mal alle Implantate rausnehmen, dann sind sie durch. Habt ihr sonst nichts jetzt? Ich möchte dazu nichts sagen, weil das einfach nur ein Teil der Weiterentwicklung ist. Wir werden da gleich noch genug drüber reden, denke ich. Und der Weiterentwicklung zu diesem, warum das Match zustande gekommen ist bei Fastlane. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Segment, und zwar Laie. Wieder mal Performance, wird aber dauerhaft. Hat hier tatsächlich auch was. Und ja, dann kam den Ambrose raus, gab das Match, 8 Minuten ging das Ganze. Elias hat gewonnen. Und so hat man dann natürlich weiterhin die Shield-Sache weiterziehen können. Denn danach kamen die beiden dann auch raus und haben gesagt, ja, schaffst du wohl doch nicht alleine, du brauchst uns und was weiß ich. Aber er hat sich davon nicht einschüchtern lassen, durch die Crowd gegangen hoch und wollte aus der Halle verschwinden, bis dann aber die Prügelknaben kamen, dann die Challenge ausgesprochen haben, die sie ja eigentlich nicht würden. Und ja, die haben dann erstmal schön Seth Rollins und Roman Reigns angegriffen. Und mittendrin kam dann auch den Ambrose runter, hat denen dann geholfen und am Ende gab es dann die groß erwartete Shield Reunion. Welch Wunder. Und ja, aber ich muss dazu erstmal zum Match sagen, das Match war eigentlich relativ solide. Es war am Ende klar, dass ihn Ambrose verlieren wird, leider. Ich würde ihn gerne mal wieder gewinnen sehen. Aber mir ist das Match eigentlich egal, denn das Wichtigste an dem Match war, denke ich mal, die Shield-Geschichte. Und dazu muss ich sagen, bin ich echt zufrieden, wie man das Ganze umgesetzt hat. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass man es nicht schon direkt durchgepresst hat und gesagt hat, ja, ich bin dabei, bla. Dass sie halt direkt von Anfang an wieder dabei sind, so wie beim letzten Mal. Sondern man hat das Ganze schön durch die ganze Show gezogen. So hat sich das interessanter gemacht. Echt Momente gehabt, wo man dachte, die werden vielleicht auch United, auch wenn es klar war, tun werden. Aber es gab natürlich die Momente und an sich bin ich echt zufrieden mit der Shield Union. Ein letztes Mal kann man das immer haben. Ich hoffe, man macht noch was Gutes raus und dann sieht man ihn dazu. Ja, das Match war ja echt in Ordnung. Fand es auch schade, dass sie den Impuls verloren hat. Zum Thema, wir wollen ihn wieder gewinnen sehen. Ja, jetzt wo Shield wieder da ist, wird man das wahrscheinlich schon wieder sehen, dass man ihn zusammen mit Seth Rollins und Roman Reigns gewinnen sieht. Ja, zu dem Segment mit der Reunion, den Seth Rollins und Roman Reigns haben wir dann die Fäuste gehalten und haben mir nur drauf gewartet, im Endeffekt, dass Dean sein dazu legt, sozusagen dazu streicht. Aber das Szene hat am Anfang ein bisschen gezögert, aber letztendlich hat es ja dann geklappt, hat eingestimmt und ja, mal gespannt, wie es mit Shield jetzt weitergeht. Ich finde es schön, wie eben schon gesagt, und hoffe, dass die WWE es besser macht als das letzte Mal. Ja, das Verlieren von Dean Ambrose passt natürlich auch wieder super in die Storyline rein, wie es für ihn geplant war, was er so gesagt hatte, dass er jedes Match verliert und danach nach WrestleMania erstmal untertaucht und nach einem gewissen Zeitpunkt wiederkommt, damit man denkt, er ist weg und dann kommt er auf einmal wieder. Aber ich denke mal, jetzt durch die Shield-Reunion wird sich das wieder ändern. Also wir werden, denke ich mal, Dean Ambrose auch wieder gewinnen sehen. Bin mal gespannt, ob die Sache Shield ihn jetzt auch dazu bringen kann, bei der WWE zu bleiben oder aber trotzdem nach WrestleMania, beziehungsweise wenn sein Vertrag ausläuft, die WWE verlassen wird. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich hoffe, dass er bleibt. Wir werden sehen. Jetzt habe ich Luki, glaube ich, kurz abgelenkt. ist aber auch genial. Ich mach mal kurz weiter. Vielleicht heftig das Bild an die Shownotes dran. Ich habe gerade ein Bild gepostet, wie wir in Zukunft mit unseren Frauen umgehen, also der Luki und ich. Und geht dann folgendermaßen. Fass sie an die Hüfte an, zieh sie an sich ran, heb sie hoch und verpasse ihr eine Batista-Bomb. So gut. Warum nicht? Ja, voll gut. Ich werde das wahrscheinlich suchen und an die Shownotes anheften, damit ihr auch was zu lachen habt. Aber jetzt lasse ich den Luki dann mal weitermachen. Also du möchtest nicht so Shield? Nein, noch nicht. Wir sind schon beim letzten Segment von den beiden, von den dreien, das weißt du. Ja, ja, ich weiß. Na gut, zwing mich halt. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, kann man machen, wenn sie es jetzt ordentlich verbucken. Sie haben uns das nicht wieder zwingend auf den Bauch gebunden, hätte ich fast gesagt. So nach dem Motto, wir öffnen die Show, der Shield ist wieder da. Nein, man hat das wirklich weiter aufgebaut. Man hat vor allen Dingen die von Dean gewünschte Storyline weitergezogen, dass er auch erstmal das Match wieder verloren hat. Und wenn es sich schwierig gestaltet, ist ein Roman Reigns ja gerade dabei, eben die Usos und auch ihn bei der WWE halten zu wollen, also davon zu überzeugen, bei der WWE zu bleiben. Und ich bin definitiv dafür, denn ich vertrete immer noch die Meinung, ja, ich habe Bock auf AEW, definitiv, das wird sich auch nicht ändern. Aber wenn jetzt eben alle wirklich guten von der WWE zu AEW gehen, dann
Habe ich dasselbe wie jetzt auch. Ich sage, gehen wir zum fünften Match. Und auch das ist ein Match, was ich nicht gebraucht habe. Ja, Tamina und Nia mit Nia Jax, wundervollsten Frauen, Raw, gegen die Boston Hakonets. Das konnte natürlich Sasha Banks nicht gewinnen, sehe ich gerade voll. Denn Tamina hat nach dem Superkick gewonnen. Welche Überraschung. Man muss vor dem Match bei Fast stärken, auch wenn sie das hoffentlich verlieren werden. Trotzdem ein sehr unnötiges Match. Ich kann dazu auch nicht viel sagen. Ich frage mich bloß, wieso lassen sie eine Bailey gegen Nia Jax gewinnen und eine Sasha Banks gegen eine Tamina verlieren? Wenn, dann hätte man das andersrum bringen können, aber das ist halt wieder die WWE-Logik von Vince. Über die Reihenfolge lässt sich jetzt streiten. Ich verstehe aber, warum sie es gemacht haben, weil wenn jetzt Sascha auch gewonnen hätte, hätten meines Erachtens Sascha und Bailey überhaupt keinen Grund mehr gehabt, gegen Tamina und Nia anzutreten um den Titel. Also, weil sie haben sie ja beide schon weggescorcht. Da hätte man sagen können, ja warum denn? Ihr habt es ja so auch nicht geschafft. Von daher musste jetzt ein Sieg für Tamina eben her. Und ich verstehe es nicht, weil ich brauche beide nicht. Aber ich verstehe, warum man es gemacht hat. Und damit müssen wir halt am Sonntag dieses Titelmatch ertragen. Wo auch im Prinzip jeder schon weiß, wie es ausgeht. Weil wenn man jetzt Bailey und Sascha den Titel schon wieder abnimmt, wäre das ein schlechter Witz. Und von daher, lasst uns einfach den Sonntag hinter uns bringen. Der Sonntag wird eh komisch, weil eigentlich ist die ganze Woche komisch. Wir haben eine Teddy Long Woche. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn man sich mal NXT anguckt, wenn man sich mal Fastlane anguckt. Gut, NXT hat einen Sinn, aber im Prinzip ist auch das Teddy Long Booking aus der Hölle. Ja, was soll man dazu sagen? Ich brauche die beiden auch nicht, Tamina und Nia Jax, weil sie sind einfach so... Wie soll es schreiben? Ein bisschen komisch irgendwie. Aber gut, wie Daniel sagte, man kann sie jetzt nicht schon wieder verlieren lassen, die beiden, wenn sie jetzt einzeln unterwegs waren. Denn sonst hätte man ja keine Matchspannung und nichts für Sonntag. Aber gut, man hätte das Match nicht gebraucht. Vince McMahon ist aber nach wie vor glücklich. Das zählt, weil wer möchte schon einen unglücklichen Chairman? Ja. Wenn ihr das sagen könnt, ich sagen, gehen wir zum nächsten Backstage-Segment diese Woche in Longbow. Nächstes Mal wieder mit den zwei Special Guests, nur dieses Mal mit Braun Strowman, der hier erstmal ein Zeichen einer von den beiden, ich weiß nicht wer ist, oder die Schnuppe, hat Braun Strowman gefragt, ob das alles an ihm denn echt sei, woraufhin Braun Strowman ihn dann gewürgt hat und angedrückt hat und das erstmal für ein paar Minuten gehalten hat, bis er es dann in die Werbung, denke ich auch, ein lustiges Segment zum Durch, braucht man denke ich nicht viel sagen, deswegen gehen wir auch direkt zum nächsten, zwar Raw Tag Team Championship Match, steht an. Revival gegen Ricochet und Aleister Black. Das Ganze ging 6 und hier gab es keinen richtigen Gewinner, denn die beiden Bademantelknaben haben eingegriffen und das Match ging in die Q aus, weswegen das Ganze bei Fasten auch weitergezogen wird mit einem Threat Match um den Titel. Relativ gutes Match. Aleister Black und Ricochet haben mal wieder zeigen dürfen, was sie können. Ich bin relativ zufrieden, dass Ricochet ein bisschen mehr zeigen durfte, aber ansonsten denke ich, braucht man von meiner Seite aus auch nicht viel zu sagen. Es war ein sehr gutes Match, aber so. Ja, da hätte man vielleicht das Match noch ein bisschen länger laufen lassen können, dass Aleister Black und Ricochet noch mehr zeigen. Aber darüber kann man sich wieder streiten. Ja, und was wir natürlich auch schon angesprochen haben, was ich Daniel natürlich auch schon gesagt hat, und wir schon mal hatten, so ein Gauntlet-Match bei Raw, warum bringt man das denn nicht auch bei Fastlane, dass man da draußen ein Gauntlet-Match macht? Das wäre so die Idee gewesen, was Daniel so hatte. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Aber das Match fand ich einigermaßen in Ordnung. Ja, stimme ich mir zu. Match fand ich auch ganz in Ordnung. Ricochet und Aleister Black sind ein sehr gutes Team. Die harmonieren sehr gut miteinander, finde ich. Mag beide sehr gerne. Ja, schade, dass durch die Kuh geendet ist durch die Bademantelmänner Team Glorious. Ja, dafür sehen wir dann morgen ein Triple Threat Match, wo ich insgeheim ja hoffe, dass Aleister Black Ricochet sich den Titel holen, was wir zwar auf der anderen Seite bezweifeln, aber wie hast du schon die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht schaffen sie es ja tatsächlich. Ich würde mich sehr freuen, wäre ein gelungener Auftritt für die beiden, gerade von NXT hochgekommen, schon einen Titel gewinnen, ich würde mich sehr freuen. Ja, wir würden uns natürlich mal alle freuen, wenn sie den Titel gewinnen haben. Ich glaube nicht dran, dass sie auch noch in dem Dusty Rhodes Tag Team Turnier stehen. Stell dir vor, die gewinnen das und dann werden sie bei NXT noch Champion. Würde das wenig Sinn machen, wenn sie jetzt den Raw-Titel gewinnen? Ich denke auch, dass man das einfach zu einem Triple Threat gemacht hat, damit man sie nicht pinnen muss und dann... Ich habe letztens ein Video gesehen von einem der Spotify-Jungs, der hat auch einen eigenen Kanal, der hat gesagt, wie er Fastlane booken würde. Und er hat gemeint, dass er natürlich jetzt...
hier Revival verteidigen lassen würde, aber nicht Ricochet und Blackpin lassen würde, sondern sie einfach nicht daran beteiligt lässt, sodass man sozusagen die beiden schwächt, sich dann am Ende guten sozusagen trennen und jeder ihren eigenen Weg geht. Ich denke, das wäre so das beste Szenario, was man haben könnte, aber das würde für mich, deswegen muss man schauen, wie es da ausgeht. Nur eins steht für mich fest, dass die beiden nicht gepinnt werden und auch nicht... Ja, die zwei im Tag Team, die sehen schon richtig nice. Vielleicht gewinnen sie ja auch den Titel, aber bei NXT, das glaube ich aber auch nicht. Ich denke mal, die werden im Finale gegen die Warriors stehen und dann die Warriors den Titel verteidigen. Aber dazu kommen wir ja noch in 4 Wochen dann erst, glaube ich. Ja, Match zu wenig, finde ich einfach, weil auch hier wieder Tag-Teams waren, die wesentlich mehr können. Und ja, es war schön, dass ein Ricochet auch mal einen Pin zeigen durfte. Yay, finde ich gut. Aber wie Michi schon sagte, die Problematik mit dem Turnier ist natürlich immer noch gegeben. Ich weiß auch nicht. Ich finde auch wenn es augenscheinlich gut funktioniert, halte ich Black und Ricochet für kein gutes Tag-Team. Nicht aus der Sicht, weil sie es nicht können, sondern weil du einfach, weil sagenhafte Singles-Wrestler in ein Tag-Team bindest und damit einfach singlesmäßig so gutes Potenzial, ja, nicht nutzt im Endeffekt, dass ich es einfach schade finde. Naja, vielleicht trennen sie ja dann auch wieder die nach diesem Tag-Team-Turnier. Ich denke mal, das hat jetzt nur damit dem Call-Up zu tun, wo sie bei SmackDown und Raw auftreten, so im Tag-Team. Vielleicht machen sie es deswegen nur in dem Turnier und die werden danach wieder getrennt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin aber auch der Meinung, dass die beiden ihren eigenen Weg gehen sollen. Ich denke, die sind im Tag-Team ziemlich verschwendet. Gerade wenn es Richtung Main-Roster geht, sollten sie beide ihr eigenes Ding durchziehen. Der eine im Main-Ranking, der andere im Midcard-Ranking erstmal. Also ich würde ja beide im Main-Ranking sehen wollen, aber ich denke, da wird es dann nur für Alistair Black in die Richtung gehen. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mit dem beiden weitergeht, aber bitte nicht im Tag-Team. Ja gut, dann gehen wir letztes Segment dieser Raw-Woche. Und zwar geht es jetzt zu der Sache mit Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair. Denn Stephanie kam raus mit dem Titel und hat natürlich auch den Vertrag dabei, das Hold Harmless Agreement. Und Becky sollte das natürlich unterschreiben. Dann haben Becky und Charlotte natürlich wieder ihre Promos gehalten, bis dann Becky das Ganze unterschrieben hat. Und Ronda Rousey kam auch noch dazu, hat gemeint, ja, sie hat den Titel ja nie niedergelegt, beziehungsweise hat den Titel ja nie vakantiert, sondern ihn einfach nur hingelegt, um zu sagen, ja, ihr müsst jetzt das Richtige tun, hat den Titel zurückgefordert, hat ihn dann ohne Widersage bekommen. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man da nicht irgendwie noch was draus gemacht hat. Aber ansonsten denke ich, zu der Sache kann man auch nicht viel sagen, denn das Ganze war ja nur eine Vertragssache. Viel interessanter war dann der Heel-Turn von Ronda. Sie hat gesagt, dass ihr das WWE-Universe echt auf den Sack geht, dass sie es nicht verstehen kann, warum sie die ganze Zeit ausgebuht wird, weil sie ja ihren Arsch hinlegt für das Ganze und sich ihren Arsch aufreißt und dafür aber nur solche Crowd-Reaktionen bekommt. Das war ein verdammt guter Heel-Turn. Schon lange nicht mehr sowas Gutes gesehen und ich bin echt gespannt, wie... Ich finde auch das Beste daran an dem ganzen Water-Heel. Ja, man hätte es anders einbauen können, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das Match so lassen können, dass es um den Titel geht und man hätte raus irgendwie anders einbinden können. Ich weiß halt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Aber der Heel-Turn, der war richtig mega nice aufgebaut. Ja, war echt interessant, dieses Rennsegment. Vor allen Dingen, wie ihr auch schon gesagt habt, die Szene, wo dann Ronda Rousey reingerannt kam. Man hat sie auf dem Bildschirm gesehen, wie sie vom Parkplatz das reinkam und dann erstmal alle verprügelt hat, hauptsächlich Becky Lynch. Ja, ein Heel-Turn, wie im Buche steht zu sagen, war echt schön anzusehen. Und lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Wir wissen es im Prinzip schon, aber schauen wir mal. Ich bin definitiv bei Michi, weil das Beste an dem ganzen Ding war wirklich der Heel-Turn von Ronda, weil, ja, ich muss hier an dieser Stelle tatsächlich mal Martin Guerrero zitieren. Ich werde gerne überrascht. Ich wurde überrascht, also hat die WWE in dem Fall mal alles richtig gemacht. Weil sind wir mal ehrlich, wer hat an dieser Stelle mit einem solchen Heel-Turn von Ronda gerechnet? Ich denke, niemand. So, ich weiß inzwischen, dass die Art und Weise, wie Ronda eskaliert ist, von der WWE abgesegnet worden ist. Das einzige Verbot, was sie hatte, waren Schläge und Tritte ins Gesicht. Also die Schläge, die sie verteilt hat, waren echte Schläge. Das war keine Show mehr. Das war schon alles ganz ernst. Und ich hoffe wirklich, sie darf das, solange wie sie da ist, noch weitermachen.
Bitte. Ja, ja, da hat man ja schon gesehen, dass er aus dem MMA-Bereich kommt, ne? Wie schon gesagt. Einer der besten war im MMA-Bereich der Frauen. Die durfte halt bloß keine Schläge und Tritte ins Gesicht machen. Aber er war echt richtig gut aufgebaut. Ich habe echt nicht mit diesem Turn gerechnet. Ich denke, das hat niemand. Aber man muss auch sagen, ich habe am Ende, beziehungsweise vorgestern, habe ich noch ein Video gesehen von ihr, wie sie natürlich gesagt, wie sie dann so gemeint hat, ja, das ist alles keine Show gewesen. Die WWE hätte ja andere Dinge gegeben, die sie sagen soll, aber sie hat es nicht gemacht und das WWE-Universum kann sie mal kreuzweise und was weiß ich. Also die Heel-Rolle echt verdammt gut. Auch wenn sie natürlich sagt, dass das Ganze nicht gespielt ist, sondern dass das ist, was sie selbst machen wollte und die WWE das aber nicht so wollte. Also ja, man muss das Video selbst sehen, um das Ganze zu verstehen, aber sie spielt die Rolle echt. Wenn sie wirklich weiterhin so zuschlagen darf, wie sie es da gemacht hat und auch wirklich richtige Schläge dabei rauskommen, wie man es ja jetzt in den letzten Wochen schon vermehrt hatte, gerade bei Cassius Ohno und Matt Riddle, bin ich echt gespannt, wie sie ihre Heel-Rolle weiterspielen wird. Denn auch Promos passt zu ihrer Heel-Rolle besser als... Ja, wenn keiner mehr was dazu zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir zu SmackDown rüber. Und da das Ganze mit Daniel Bryan los, der dann endlich mal seinen Mund geöffnet hat zu der ganzen Sache mit Kofi Kingston und Kevin Owens und hat sich ja natürlich gefragt, warum jetzt Kevin Owens auf einmal da ist, er es gerade ja nicht verdienen würde und so weiter, bis Kevin Owens rauskam und eine verdammt gute Face-Promo gehalten hat. Man hatte ja am Anfang echt so die Gedanken, ob er das mit dem Face gut kann. Ich weiß von früher noch, dass er bei NXT für eine Kurzzeit Face war. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass er das kann. Aber gerade da hat er echt unter Beweis gestellt, dass er sowohl als Heel als auch als Face ein verdammt guter Worker am Mic ist. Und das macht echt Bock auf mehr. Gerade wenn das Ganze vielleicht noch Richtung WrestleMania geht. Da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Hat keiner was zu sagen? Doch, doch, doch. Ich wollte gerade, da fängst du schon wieder an. Ja, wie gesagt, also der, Achtung, Wortspiel, New Kevin Owens gefällt mir saugut. Gefällt mir wesentlich besser als Daniel Bryan als Heel, ganz ehrlich. Und bis auf die Tatsache, dass, wenn da nicht noch irgendwas passiert, was ja möglich ist, ich es echt schade finde, Kofi habe ich trotzdem Bock auf das, was da kommt, weil ich glaube, Kevin Owens gegen Daniel Bryan kann geil werden, aber ich bleibe dabei, ich habe die Hoffnung, dass Kofi noch eingreift, denn ja, wir haben ja überraschenderweise noch ein neuntes Match aufgedrückt gekriegt für Fastlane. Ich wiederhole, Fastlane, 9 Matches. Ja, Rusev mit Shinsuke Nakamura gegen New Day und ja, New Day ist vertreten durch Big E und eben nicht Kofi Kingston, sondern Xavier Woods. Und warum sollten die beiden alleine kommen, wenn da nicht mit Kofi noch irgendwas geplant ist? Ich bete so dafür. Bitte, bitte, bitte. Also ich denke schon, dass an der Ringseite sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt wirklich so angekündigt, dass man so angekündigt wurde, dass er nicht an der Ringseite steht. Aber mich würde es wundern, wenn er nicht da ist. Also auf der Matchcard stehen bloß die zwei drauf. Da steht nichts von Kofi Kingston mit drin. Ja, da muss man einfach schauen, was am Ende passiert. Ich wäre ja dafür, wenn Kevin Owens gewinnt, dass man das Ganze dann halt dadurch macht, dass er vielleicht durch DQ gewinnt, also den Titel nicht gewinnt, aber das Match. Und dass man daraus vielleicht am Ende einen Triple Threat machen kann. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass ich, dass Kevin Owens mein Lieblingswrestler ist, aber ihn bei seinem Comeback-Match, Comeback-Match ist ja nicht, aber seinem ersten 1 gegen 1 Match um einen Titel direkt wieder verlieren zu lassen, obwohl er jetzt schon so viele Titelchancen verloren hat, ohne Eingriff, fände ich dann schon echt schade und verschwendet. Und gerade ein Triple Threat-Match zwischen den dreien würde ich schon gerne sehen. Da kann echt was Großes bei rauskommen. Ja, bin ich auch mal ganz gespannt, wie das Ganze wird, ob sie noch was mit Kofi Kingston machen, was ich echt hoffe, denn New Day, also nur Xavier Woods und, umgedreht, dass sie was mit Xavier Woods machen, so meinte ich ja. Ja, dass sie nur die beiden anderen, sprich Kofi Kingston und Big E, was machen lassen, wäre ein bisschen seltsam, wenn dann eben sie alle drei. Und vielleicht hat Xavier Woods ja doch noch eine Chance auf den Titel, die ihm ja fürs Erste verwehrt bleibt. Gut, dass du es jetzt doch verdreht hast. Hab ich's doch verdreht? Gut, macht nichts. Ihr wisst, was ich meine. Was man auch noch sagen kann, Daniel hat ja vom, ich weiß nicht wann es war, 1-2 Monate, hatte ja genau diese Promo mit genau dem, was Daniel Bryan sagt, komplett vorhergesagt. Also das ist echt unfassbar. Habe ich echt nicht mit gerechnet, aber dass jetzt wirklich ein Daniel Bryan darauf anspielt, dass er ja nur Fastfood essen würde und er ja wie das WWE-Universum aussehen würde und was weiß ich, das ist schon echt stark. Und dass Daniel das wirklich vorhergesagt hat, ist schon... Ich sag ja, wir beide sollten uns selbstständig machen und unsere Prediction-Fähigkeiten zusammentun. Ich glaube, wir können echt gut Geld verdienen. Ich bin dann für NXT spezialisiert und die ganzen Pay-Per-Views und für solche Storyline-Geschichten. Aber
ich würde sagen, nach dem Segment gehen wir zum ersten Match. Und zwar The Miz gegen Jey Uso. Das Ganze ging 7 Minuten. Und ja, am Ende konnte sich Miz durchsetzen nach einem relativ soliden Match, würde ich sagen. Mit einem Skullcrushing Finale. Nachdem sich draußen Shane McMahon und Jimmy Uso sozusagen angegriffen haben. Und dann wollte Jey Uso mit einem Suicide Dive noch da mitmischen. Aber während er angelaufen ist, konnte ihn Miz abfangen mit dem Skullcrushing Finale und das Ganze beenden. Ja, ist ein Match, was ich jetzt so von der Ansetzung vor dem Pay-Per-View nicht gebraucht hätte, aber man hat auch schon noch ein solides Match gemacht, deswegen bin ich da eigentlich mit zufrieden, auch wenn ich in dem Match, ich schaue das Ganze ja live, die Werbung hat mich abgefangen. Matchverlauf, okay, war ein schönes Match, aber auch ich hätte es nicht gebraucht, weil es im Prinzip, auch wenn es als Einzelmatch angesetzt war, darin geendet hat, dass sich alle vier auf die Nase geboxt haben. Also habe ich im Endeffekt in etwas umgeschriebener Fassung das gesehen, was ich am Sonntag schon zu sehen kriege. Also quasi ein Titelmatch in einer Paarung, die ich jetzt schon dann 3-mal gesehen habe. Hätte man vielleicht in der Smackdown-Folge anders lösen können. Von mir aus Promo halten, kein Ding, Thema durch, aber Mensch, warum? Ah, mal was anderes. Wir vermuten ja eigentlich, dass da wie ein Heel-Turn kommt von irgendeinem der beiden. Warum macht man das nicht so, dass man irgendwie Miss jetzt abgelenkt hätte durch Shane, weil der irgendwas gemacht hat, wodurch sich Miss abgelenkt gefühlt hätte und man dadurch Miss hätte verlieren lassen? So hätte man irgendwie auch schon einen Ansatz zu einem Heel-Turn von Miss gesehen. Oder wäre der Überraschungs-Heel-Turn bei Fastlane jetzt überraschender? Das Problem ist einfach, dass das ja nur Vermutungen sind. Vielleicht hat die WWE das ja gar nicht vor, das wissen wir ja nicht. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Und vielleicht hat man ja einen Shane hier und nicht Miss. Naja, das mit Shane glaube ich nicht, weil den Plan haben sie ja wieder verworfen gehabt. Das war ja schon längere Zeit geplant. Ja, deswegen setze ich auch nicht viel auf irgendwelche Gerüchte von Plänen oder was weiß ich, weil die werden ziemlich schnell umgeworfen. Und vielleicht haben sie schon was geplant, was wir nicht alles, ich weiß nicht, ich halte da nicht. Nee, eben, es ist ja wirklich alles nur eine Vermutung. Wir wissen denn auch so gar nichts. Kann auch sein, das hört auch keine Heal. Vielleicht war Shane, vielleicht doch Miss. Wir werden es in den nächsten Monaten sehen, würde ich sagen. Ja, das hat man ja bei Raw gesehen. Damit hat ja auch keiner gegriffen mit den Turn. Langsam, glaube ich, schnallt die WWE, dass man auch ein bisschen Überraschung in die Sache reinbringen muss. Ja, wunderbar. Höchste Zeit, dass sie es rafft. Na gut, Vince ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und hoffentlich auch bald nicht mehr der Inhaber von WWE. Aber das ist ein ganz anderes Ding. Richtig. Nächsten Challenge von Arch. Denn wie er in seiner Promo gesagt hat, er wusste nicht, dass Cena seine Open Challenges wirklich jede Woche abhalten würde und dass er ja schon ziemlich erschöpft sei von der ganzen vom letzten Match. Woraufhin ihn Carmella allerdings darauf aufgewiesen hat, dass das Motto von Cena war, niemals aufzugeben, und deswegen sollte das auch nicht tun. Und deswegen hat er auch die Open Challenge ausgesprochen. Und jeder hat natürlich mit einem Opponent gerechnet, der auch wirklich in den Ring steigt. Und dann kam da Lacey Evans. Man muss echt sagen, so sehr ich diese Segmente mit Lacey Evans auch hasse und dass mir das echt tierisch abgeht, weil das jetzt, glaube ich, schon die 4. Woche ist, in der das passiert, ich fand es echt lustig jedes Mal, dass sie rauskommt, besonders bei R-Truth, der ja so dazu neigt, irgendwie witzig zu sein, und der wollte gegen Lacey Evans. Es war echt. Dazu muss ich echt sagen, das war der perfekte Zeitpunkt, die da in diese Show einzubauen. Anders hätten sie es nicht machen können. Mehr muss ich zu dem jetzt aber auch nicht sagen, wo Lacey Evans rauskam. Ich glaube, bei Raw hatte man es auch gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Lacey Evans, das unnötigste Segment der letzten Wochen. Dazu war mein Echtes zu sagen. Aber wie auch schon gesagt wurde, perfekter Zeitpunkt, da R-Truth wirklich dachte, dass Lacey Evans seine Open Challenge annehmen möchte, was ein bisschen seltsam gewesen wäre. Aber bei der WWE wäre ja theoretisch alles zuzutrauen, aber zum Glück war es doch nicht so. Denn es war ja alles so. Lacey Evans war ja, wie die letzten Wochen auch, nur das Laufstegmodel, was er eigentlich keiner sehen will. Ich glaube, weiß gar nicht, beliebter oder unbeliebter als Miss Plastic. Aber ich glaube eher nerviger. Ich kann nur das sagen, was ich jeden Abend sage, wenn wir über Lacey Evans reden. Lacey Evans soll so nervig sein, sie erfüllt voll ihren Zweck. Und ich warte einfach noch darauf, dass der Kniff kommt, dass sie irgendwas tut, damit ihr Titelmatch gegen Asuka auch berechtigt ist. Das muss ja jetzt dann bald kommen. Ich im Gegensatz zu Hergi hätte es tatsächlich sau lustig gefunden, hätte man das mit der Open Challenge und Lacey Evans gemacht. Denn wir wollen neue Sachen und wir wollen, dass die WWE sich weiterentwickelt. Und die WWE ist bis jetzt die einzige Promotion, die sich natürlich bis dahin aus guten Gründen gegen diese Intergender-Matches entschieden hat. Jetzt hat man mit dem Einzug von Nia Jax
in den Rumble dieses Problem quasi beiseite geschafft, dass man sagt, okay, wir versuchen das. Ja, aber wo es das mit Nia Jax gehabt hat, dann habe ich jetzt letztens auch gehört, dass ihr Spielfiguren-Sponsor, sag ich mal, da wieder nicht mit einverstanden war und deswegen das nicht mehr. Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört, also das stimmt schon, aber ich hätte es trotzdem so lustig gefunden und da sind wir wieder bei dem, was Luki eben schon gesagt hat, gerade gegen R-Truth. Ich erinnere mich an R-Truths Rolle während Survivor Series, wo er selbst in der Kabine der Frauen aufgetaucht ist, weil er unbedingt mit in das Team rein wollte. Das hätte schon irgendwo gepasst. Ich meine, klar, das, was dann kam, war auch verdient, aber ich hätte es trotzdem lustig gefunden. Noch zu Lacey Evans zu kommen. Ich bin echt gespannt, wie sie es bei Fastlane, ob sie es ein. Davon gehe ich immer aus. Ich hoffe mal gar nicht. Aber vielleicht bekommt sie bei Fastlane ja das Segment, wo man zeigt, dass sie sich das Titelmatch verdient. Vielleicht lenkt sie auch Asuka einfach ab. Damit hätte ich. Aber ich würde sagen, Open Challenge Match, denn danach kam natürlich, nach dem Lacey Evans, kam natürlich ein nächstes Segment, sondern jemand anderes kam raus, denn er hat die Open Challenge neu ausgesprochen. Und wer kam raus? Samoa Joe. Und ich, Evo und Malu saßen hier da und haben das live geschaut. Und als Evo das gesehen hat, er ist immer ein bisschen weiter vorne als wir, meinte er so, ja, es wird auf jeden Fall einen Titelwechsel geben. Und dann haben wir auch Samoa Joe gesehen. Wir haben so gedacht, ja, man, endlich gewinnt der einen Titel. Und dann kamen wirklich noch Andrade und Rey Mysterio raus und daraus wurde ein Fatal 4-Way, was auch schön anzusehen war, mit dem richtigen Gewinner am Ende. Denn Samoa Joe konnte endlich mal einen Titel gewinnen. Was ein Wunder. Obwohl es nur der United States-Titel ist, bin ich echt zufrieden, hat er endlich verdient und das Match an sich war auch ziemlich gut. Man hat endlich mal wieder einen Canadian Destroyer gesehen. Man hat echt viele Spots gehabt, wo man echt sagen konnte, holy shit. Gerade der Senton von Samoa Joe bei einem Pin von Rey Mysterio kurz vor dem Matchende. Holy shit, was ein Match. Ja, sehr interessant. Ich fand's auch ganz schön, dass er Morsha gewonnen hat. Ja, wieder mal Ray und Andrade. Ist ja mittlerweile seit die Open Challenge ausgesprochen wurde jede Woche so, dass die beiden da sind und sich den Titel von R-Truth unter den Nagel reißen wollten. Ja, sie haben es in dieser Woche versucht, aber diese Woche sind sie dann gescheitert. Zwar nicht an R-Truth, sondern an Samoa Joe, der zum Schluss Andrade gepinnt hat. Und ja, wie Luki schon sagte, verdient gewonnen für Samoa Joe. Ja, ich fand das Match auch ganz gut. Mit Andrade gepinnt. Kann man sagen, jetzt der richtige Gegner gepinnt worden. Zumal die Woche davor Ray gepinnt wurde und sich Andrade so richtig geärgert hat darüber. Ja, gut. Ich glaube, Evo war auch ein Stückchen voraus und hatte vorher gesagt, Sami Zayn, um euch ein bisschen zu verarschen. Aber dann habt ihr ja auch gesehen, wer dann der Herausforderer war. Nein, Evo hat nur gesagt, oh mein Gott, es gibt einen Titelwechsel. Ja, aber irgendwas von Sami Zayn war, glaube ich, auch so, wie ich mich recht erinnern konnte. Naja, über Samoa Joe kann man sich streiten, ich mag ihn persönlich nicht. Aber es wurde auch mal Zeit, dass er einen Titel gewinnt. Titel gewinnen, Samoa Joe, yay! Fertig. Ja, da würde ich sagen, New Day haben gesprochen bei Fastlane. Welch ein Wunder. Jetzt haben sie das, denke, da gibt es nicht viel zu reden drüber. Und ja, dann kam Becky Lynch in die Halle, wurde ja von Charlotte darauf aufgefordert, sage ich, kommen für einen netten Talk, sage ich mal. Deswegen ist sie dann auch aufgetaucht und dann war noch Samoa Joe da und wurde interviewt nach seinem Titel und hat eine Warnung ausgesprochen, denn er wird den Titel laut ihm sehr lange halten und jeder soll sich warm anziehen. Also hoffe ich auch, dass es so sein wird, auch wenn laut Daniel das Ganze ja wieder nur dazu da ist, um Samoa Joe zu halten. Bin da nicht der Meinung, denn ich glaube, dass das auch geplant war, auch ohne ihn zu halten, sondern dass er und ja, Promo von Samoa Joe, richtig gut, er kann was haben, gerade als Champion. Gespannt, wie es da am Mike sein wird. War ja lange, dass er nicht mehr Champion war bei uns, deswegen bin ich, wie es da mit ihm weitergeht. Ja, sein erster Titel im Main-Roster-Zeit. Wie viele Jahre ist der jetzt da? 2, 3 Jahre? Wie gesagt, wurde Zeit. Wenn man ihnen schon nicht den WWE-Titel gibt, dann halt den US-Titel. Ja, dann ging ich zum dritten Match im Tag. Und zwar Aleister Black und Ricochet gegen The Bar. Wir auch wieder da, wo wir live gesehen haben, haben auch gesagt, endlich war The Bar mal ohne ihre rosenen Hosen draußen. Wurde auch mal Zeit. Aber an sich, das Match war, Ricochet hat am Ende dann Cesaro pin nach seinem 6:30. Matchzeit war 6 Minuten. Relativ solides Match. Am Ende kam noch Shinsuke Nakamura und Rusev und haben sie angegriffen. Ja, ich denke mal, der Angriff danach war irgendwie unnötig, auch wenn Shinsuke, Nakamura und Rusev am Ende dabei waren, die ja letzte Woche gegen sie verloren haben. Aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht, das Match. Allerdings fand ich schön anzusehen und gerne mehr davon. Gerade bei den beiden, beziehungsweise bei den beiden Teams, kann das schon echt eine gute Matchqualität auch bei dem. Ja, zu dem Match, das war wieder richtig nice mit den ganzen Spots von Black und Ricochet. Das durfte mal Ricochet pinnen,
nach dem 630. Mal nicht Aleister Black nach seinem Black Mass. War auch mal was Schönes. Match hätte auch länger gehen können, weil es wieder nur 6 Minuten gegangen ist. Irgendwie haben die die Zeit von 6 Minuten, keine Ahnung. Denn ihr Match ging noch nie länger wie 10 Minuten. Naja, der Angriff danach, frage ich mich auch, was der sollte. Hätten sie auch anders machen können, zumal jetzt Rusev und Nakamura gegen New Day antreten. Warum auch immer. Ja, war echt ganz interessant, um mal wieder die Bar zu sehen. Die Bar zwar verloren und dann der Eingriff von Rusev und Nakamura war auch in Ordnung. Ihr habt drei Details vergessen. Und zwar waren es nicht nur die drei Tag-Teams, die beteiligt waren. Die Hardy Boys waren ja auch noch da. Richtig, sondern im Anschluss kamen doch die Hardy Boys und halfen Aleister Black und Ricochet, die beiden Heel-Tag-Teams, zurückzuschlagen mit vereinten Kräften. Was ich ziemlich cool fand, dass die Hardy Boys nach ihrer, ich nenne es auch mal, Reunion wieder oft zu sehen sind. Weil ich finde, die Hardy Boys haben es einfach verdient, einen großen Spot zu bekommen. Sie sind schon ewig, gefühlte Ewigkeiten in der WWE drin, hatten ihre Höhen und Tiefen. Und ja, ich bin gespannt, vor allen Dingen, wie sie die Hardy Boys weiter promoten. Ja, also die Hardy Boys habe ich tatsächlich. Aber ich denke, das läuft das Smackdown heraus, worauf ich mich auch freuen. Also spannend. Mal auf die Hardy Boys interessant sein. Ja, mal auf die Hardy Boys zu sprechen. Aber wieso haben die nicht ihr Match gegen Messing gemacht als New? Ach, das ist halt wieder die typische Logik der WWE. Und man hätte es auch in der Triple Threat Tag Team stecken können. Zumal ja die Hardy Boys eingegriffen hatten, um den Safe zu machen. Tja, wer weiß das schon, warum sie das nicht gemacht haben. Ja, was soll ich zu diesem Match sagen? Das Match absolut okay, wie jedes Match, wo Ricochet und Black involviert sind. Problem hier, habe ich eben schon mal angedeutet, die müssten sich langsam mal entscheiden, wo sie hingehören. Das ist ähnlich wie bei Heavy Machinery, auch wenn die schon länger da sind. Moment mal eben. Auch wenn die schon länger da sind, aber bei Ricochet und so, die müssten halt auch in den Main-Shows mal ihren Platz finden, finde ich. Weil ich muss gestehen, ich mag die zwei wirklich, aber mir geht's inzwischen tatsächlich auf den Keks, die zwei zu sehen. Nicht von dem, was sie können, sondern einfach, ja, weil du hast sie halt wirklich wieder zweimal die Woche und der Ablauf ist, wie Michi eben schon sagte, immer genau der gleiche. Du hast ein 6-Minuten-Match, dann ist irgendwann rum und fertig. Es ist einfach schade für die zwei. Gebt den zwei endlich eine feste Show, wenn sie schon als Tag-Team agieren sollen und lasst sie sich einen Namen machen, aber dieses hier, mal da, 6 Minuten Abfertigung und fertig, geht mir persönlich auf den Keks. Ja, also auch ich bin der Meinung, dass sie jetzt endlich mal ihren Weg finden sollten. Vielleicht sind sie jetzt auch nach dem Titelmatch am Sonntag bei Raw, wenn sie gewinnen, was passiert. Aber vielleicht haben sie dann sich jetzt ihren Spot gefunden und man will sie jetzt öfter bei Raw einsetzen. Aber man muss schon sagen, man wird jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich weiterhin bei Raw, SmackDown und auch NXT sehen, denn man hat ja noch das Dusty Rhodes Classic und da muss es ja dann auch weitergehen. Deswegen sieht man sie wirklich dreimal. Und da muss ich dann Daniel schon recht geben. Ist dann vielleicht auch wenn die Matches natürlich bei NXT ziemlich... Das stelle ich absolut nicht in Zweifel. Das Können haben sie. Sie gehen mir einfach nur aufgrund ihrer, ja, nutzlosen Einsetzung auf den Sack, weil, wie gesagt, gerade in den Main-Shows, du kannst die Uhr danach stellen, 6 Minuten, dann ist das Match rum. Ja? Das heißt, die können sie dürfen nichts zeigen. Du hast 5 Minuten deiner Lebenszeit damit verbracht, dir das anzugucken und zu wissen, dass ja, das, was du gesehen hast, zwar schön war, aber das Ergebnis führt zu nichts. Und das ist halt ungemein schade, gerade bei den beiden. Deswegen darf man auch nicht vergessen, die sind fast in einem Triple Threat Tag Team Match und ich glaube nicht, dass 6 Minuten gehen wird. Also da werden sie wahrscheinlich das längste Match ihrer Main-Roster-Karriere haben, sage ich. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Match und zwar Mandy. Sonya Deville geht das Ganze gegen 2 Minuten. Und naja, was hatte man gehabt? Man hatte einen Move von Naomi, Finisher von Mandy Rose und das war's. Das Match, auch wenn ich Mandy Rose mag, aber ich hätte es nicht gebraucht. Vielleicht hätte man da eher eine Promo von ihr halten lassen können gegen Asuka, jetzt wo das Titelmatch ja am Sonntag ansteht, die nach dem Match, nach der Siegesfeier von Mandy Rose auch eingegriffen hat und gegen die LED-Boards geworfen hat. Also so einen kleinen Teil hatte Asuka dann schon damit zu tun. Und ja, wie gesagt, unnötiges Match. Promo hätte ich besser gefunden. Aber an sich habe ich schon echt Montag beiden, denn das kann echt nicht scheiße werden, wenn Asuka nicht wieder den Move von Mandy Rose. Hey, ich und Daniel haben das ja einen Tag später geguckt. Wir haben bei dem Match dann auch gedacht, ja, das ging ja mal schnell. Der Finisher, das war's. So kann man eine Mandy Rose stark dastehen lassen vor dem Match gegen Asuka. 2 Sachen. Erstens, ich zitiere, auch wenn ich Mandy Rose mag, Alter, übertreib mal nicht so schamlos, wenn du die nur mögen würdest. Zweitens, war das wirklich ein Match, das habe ich als Match gar nicht wahrgenommen. Das war wirklich so, wie Michi gerade sagte. Das lief und irgendwann gucke ich so auf den anderen Bildschirm und denke mir so,
Wie, das ist schon vorbei? Nicht vorbei. Warum? Ich habe das auch nicht so richtig realisiert. Oh. Aber gut, Mandy Rose gerne mehr pushen, bin ich für. Wie gesagt, ihr bitte werdet ja... Ja, bitte mit Titel gewinnen. Da kommt nämlich der Fanboy jetzt dann plötzlich doch wieder raus. Ihr werdet ja das Orakel am Sonntag auch zu sehen kriegen. Kurze Werbung an dieser Stelle. Orakel beginnt um 9.30 Uhr, damit wir um 14 Uhr fertig sind. Ja, ich hatte einen kleinen Quickie mit Mandy Rose, also habe ich dem Herrn Luke immer noch was voraus. Haha. Und ja, Match, keine Ahnung, es gab keins. Ja, kann man 2 Minuten echt als Match bezeichnen? Da gebe ich einen recht. Das kann man nicht Match nennen. Ein 0-15-Squash-Match sozusagen. Mal schnell weggesquasht, sondern mal drauf. Auf, wir haben keinen Bock. Eigentlich auch keinen Bock auf das Match. Wir beenden es mal schnell. Ja, Mandy Rose würde mehr pushen, wenn unser Fanboy Luki noch glücklicher ist. Aber ansonsten, tja, hätte man sich dieses Match echt sparen können. Die 2 Minuten hätte man auch irgendwie anders der unterbringen können oder sie ganz weglassen können. Wie würde Daniel sagen, gib mir 2 Minuten meiner Lebenszeit. Nein, das würde hier nicht passen, weil ich hab's ja nicht mal mitgekriegt. Das ist ja an mir vorbeigelaufen, ja, dieses Match. So kurz, wie das Match war. Richtig. Ich war ja auch da gestern und hab gesagt, wie, was, schon vorbei? Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Backstage-Bereich. Hatten wir ja hier auch zu Genüge. AJ Styles wurde interviewt und man muss ja ehrlich sagen, das hat Daniel in gestern oder vorgestern schon angemerkt. Das ist wirklich der erste Pay-Per-View seit langem, wo ein AJ Styles steht, wo ich ehrlich gesagt mitgerechnet hätte, dass da vielleicht noch ein Match von den beiden mit reingepresst wird. Also AJ Styles und Randy Orton. Aber ja, AJ Styles wieder mit einer richtigen Promo, bis Randy Orton dazu kam. Der hat ihn runtergebracht. Aber ansonsten denke ich, ein relativ okayes Backstage-Segment, aber auch nicht wirklich viel dazu. Kann da nicht viel zu sagen, muss ich gestehen. Jetzt, wo du das sagst, mir kommt das völlig unbekannt vor, muss ich zugeben. Vielleicht war ich gerade AFK, als das kam, keine Ahnung. Ja, weiß ja, nicht. Ich hab's auch schon verdreht. Ja, geht im Endeffekt genauso, hab das auch nicht so wirklich bekommen. Von daher, ja. Ja, wahnsinnig, wenn es in die Orden. Klar, das hab ich auch nicht wahrgenommen. Ja gut, dann würde ich sagen, Match, das Ganze gegen 2 mit Stanley Brandon. Und ja, ich würde sagen, zu dem Match kann man nicht viel sagen, denn sie ging halt nicht lang. Ich muss echt sagen, dass Stanley Brandon Kevin Owens schon echt nicht viel zeigen durfte in dem Match, weil so weiter. Aber nach dem Match hatten Rowan und Stanley Brandon ihn noch angegriffen. Und dann kam Hilfe für Kevin. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich mit Zayn gerechnet. Ich habe es gesehen, mit Zayn hilft. Aber nein, es wird Mustafa Ali. Und dem muss ich sagen, damit hätte ich wirklich am wenigsten klar. Mustafa Ali hatte die Vergangenheit mit Daniel Bryan, aber sicher in Kevin Owens hilft, dass er dich. Bin ich voll bei dir. Also ich dachte, habe auch nicht gedacht, dass da ein Mustafa Ali rauskommt und ein Kevin Owens hilft. Wer weiß, wo das noch hinführt. Ja, gebe ich mich definitiv recht. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hätte eher, wie Luri auch schon meinte, mit Sami Zayn gerechnet, weil es ja gepasst hätte, da die beiden in der Vergangenheit ja schon oft miteinander zu tun hatten und zusammengearbeitet haben. Aber Mustafa Ali, auch ganz interessant. Ich mag den Jungen, gerade mit seiner flippigen Art, ist ja auch in Cruiserweight. Cruiserweights haben ja sowieso eine Eigenart, die ich sehr, sehr interessant finde. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was sie aus diesem Segment, dadurch, dass Mustafa Ali angegriffen hat, gerade Mustafa Ali noch so machen werden. Wenn ich so drüber nachdenke, wieso habe ich plötzlich das Gefühl, das geht mir jetzt gerade original jetzt durch den Kopf, dass wir vielleicht sogar nicht nur ein Triple Threat Match bei WrestleMania sehen, sondern ein Fatal 4-Way Match. Weil ich gebe nochmal zu bedenken, dass ja eigentlich der Spot Kofi einem Mustafa Ali gehört hätte. Und vielleicht bringt man ihn so dann wieder ins Geschehen rein. Zu dem, was passiert ist, 2 Minuten, ja klar, waren... Netter Aufbau im Prinzip für jetzt am Sonntag, Fastlane, und wir werden sehen, was passiert. Ich finde es halt nur ein bisschen schade für Kevin tatsächlich selber, weil jetzt ist er da und kriegt in seinem zweiten Match quasi so ein 2-Minuten-Ding aufs Auge gedrückt. Schade drum, aber sonst warten wir Sonntag ab. Vielleicht kriegt jetzt Mustafa Ali auch den Spot, den Kofi Kingston sozusagen für ihn übernommen hat, und Kofi Kingston spielt keine Rolle mehr in dem Ganzen. Das darf man vielleicht auch noch nicht vergessen. Aber das mag du bezweifeln. Ich nicht, weil ich denke, das ist schon möglich. Weil du hast selbst gesagt, Mustafa Ali sein Spot, und man hat Kofi so rausgenommen, indem man sagt, ja, warum sollte Kofi drin sein? Er hat es ja nicht verdient, dort Vince McMahon. Deswegen, vielleicht ist er jetzt nicht mehr drin und man hält das nach Ali. Ja, aber laut Vince McMahon ja selber ist ja immer noch der Gedanke im Raum, eben Kofi bei WrestleMania sogar den Titel gewinnen zu lassen, weil eigentlich möchte er Kofi ja pushen. Und dann würde auch der ganze
Turn keinen Sinn machen, da gibt's wo er keinen Turn vermuten wird. Ja, aber da gibt's ja noch keinen Turn. Ja, noch nicht. Aber der wird kommen, glaub mal. Ja, wie gesagt, ich setze da nicht viel auf solche. Da lass ich da sind wir wieder bei meinen Storytelling Predictions, ne? Ich hatte recht bei Kevin. Du wirst sehen, ich werde recht behalten bei Kofi. Ja, wenn wir aber sagen, wir gehen zum Letzten bei Smackdown, wenn du sagen hast. Nö. Becky Lynch und Charlotte Flair haben ihr Segment gehabt. Und ja, man hat ja Charlotte Flair, der erst gesagt, ja, sie wird es angreifen und sie will einfach nur mit ihr reden. Im Endeffekt war es nicht so. Aber am Ende hat Becky Lynch die Oberhand gehabt, konnte sie in ihrem Disarm festhalten. Und so ging das Ganze dann auch auf Air. Und genau das war das Beste an dem Segment. Es ging auf Air. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Mal wieder misslastig. Naja. Am Ende konnte eine Becky Lynch die Oberhand für sich gewinnen. Mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Hergi, vielleicht hast du noch dazu was zu sagen. So sagen wir NXT über. Und da hat Classic-Woche. Denn 4 Tag-Team-Matches und sogar eine überzogene NXT-Folge von 15 Minuten ist auch mal passend. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt im ersten an. Und zwar Aleister Black O'Shea gegen die European Union. Muss ich ehrlich sagen, für mich das Match of the Night schon im Opener. Denn das war echt ein spotslastiges und wirklich auch verdammt starkes Match. Am Ende mit den Siegern Aleister Black und Ricochet konnte man sich irgendwie denken, Aleister Black hat nach dem Black Mask gepinnt. Auch hier wieder schade, dass Ricochet pinnen durfte, weil in letzter Zeit pinnt wirklich ja nur Aleister Black wenig. Aber ja, für mich auch ehrlich gesagt schade, dass Fabian Aichner und Marcel Bartel so früh raus. Da hätte ich vielleicht Karten anders aufgebaut, dann vielleicht noch eine Runde weiterkommen. Aber ansonsten haben die beiden natürlich größtenteils die Oberhand gehabt, muss man sagen. Denn man hat echt zwischenzeitlich gedacht, verlieren das jetzt Aleister Black und Ricochet, weil die haben schon echt dominiert und am Ende dann der Black Mass out of nowhere. Aleister Black und Ricochet haben gewonnen. Wie gesagt, ein verdammt starkes Match. Ja, bitte mehr davon. Für mich generell eine ganz, ganz schwierige NXT-Folge, weil ich nicht so der Fan von Tag Team Wrestling bin tatsächlich. Aber natürlich die Leistung im Ring zu bewerten ist nicht wirklich schwierig, weil beide Teams unheimlich abgerissen haben. Ich mag, wie gesagt, Aleister Black, ich mag Ricochet, beide im Tag Team mal ja, dauerhaft nein. European Union, absolut super Team. Ich war der Erste, der am Mittwoch gesagt hat, warum bookt man dieses Match genau so? Weil dann war doch, es war halt schon vorher klar, dass die European Union nach Hause gehen muss. Hätte gerne noch eine Runde, vielleicht noch zwei warten können. Ich hatte als Vorschlag gesagt, setzt doch von mir aus Ricochet und Aleister Black gegen Street Profits, weil die zum Beispiel brauche ich nicht. Aber naja, es ist wie es ist. Schade drum, es war aber ein unheimlich schönes Match, es war gut anzusehen. Wir haben schon in dem Match hier gesessen, ich immer ein bisschen später als die anderen, weil ich das immer mit ein bisschen Verzögerung sehe, haben wir hier gesessen, Alter, wenn die so weitermachen, reißen die sich gleich irgendwelche Körperteile aus, inklusive Kopf. Aber es hat halt echt Spaß gemacht, zuzugucken. Ja, ich fand auch, dass es ganz interessant war. Wie gesagt, wieder mal wieder Aleister Black Ricochet in einem Tag Team. Ja, ob sie das wohl, die WWE das wohl auf Dauer jetzt machen wollen, die beiden Tag Teams zu stecken. Na, wir werden es sehen. Ja, aber ansonsten ein schöner Auftakt des Dusty Rhodes Tag Team Classic Turniers. Und ja, mehr habe ich jetzt sonst nichts zu sagen. Es war ein Mega-Match. Also besser hätte man dieses Match am Anfang nicht bringen können. Find's aber auch echt schade, dass man die zwei gegeneinander gestellt hat, Tag Team. Wie Daniel schon sagt, man hätte andere Gegner nehmen können, wo weiß, dass einer von den beiden verlieren muss. Ja, aber das Match war richtig nice. Und dieses Selling 1A. Aleister Black, Kopfselling aus der Hölle. Man sagt es immer wieder bei Aleister Black. Legenden behaupten, er macht immer noch einen Kopfstand. Ja, dann gehen wir weiter zum Backstage-Bereich. Da hat man Mustache Mountain gesehen, also Trent Seven und Tyler Bate, die sich vorbereitet haben auf ihr Match. Und da sind die War Raiders über den Weg gelaufen. Das war auch relativ ein kurzes Segment. Und danach gab es noch einen Einspieler zu Keith Lee und Dominik Dijakovic, was in der Vorwoche passiert ist. Denn das ganze Match ging ja in einem Double Countout aus. Und deswegen gibt es jetzt ein neues Match, und zwar in 2 Wochen, nachdem Dominik Dijakovic eingegriffen hat im Performance Center, wo man Training hat, wo Keith Lee sein Training gegeben hat und so weiter. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man das in 2 Wochen schon bringt, also bei NXT und nicht bei TakeOver, denn das Ganze ist wirklich ein Match, was man bei TakeOver bringen kann. Meine Theorie ist hier immer noch, dass man das vielleicht jetzt wieder aufzieht mit einem Double Countout oder sonst was, dass das Ganze wirklich über TakeOver läuft. Viele denken da nicht dran, gerade weil das jetzt ja schon das zweite Match ist und nochmal ein Double Countout wäre auch irgendwie langweilig, aber ich hätte da nichts gegen, denn ich will das Match bei TakeOver. Ja, stimme ich dir voll zu, also ich glaube, da wird auch noch ein Match kommen bei TakeOver. Aber
durch einen Double Countout, glaube ich, jetzt nicht. Vielleicht passiert irgendwie Disqualifikation oder Roll-Up. Wir sind gespannt. Also durch einen Double Count, glaube ich, weniger. Ja, ich denke und hoffe natürlich auch, dass sie so etwas noch bei NXT Takeover bringen, weil eine Sache der Größenordnung gehört nicht in ein normales NXT-Match, sondern es gehört zum Pay-Per-View, sprich zu Takeover. Ich kann und will nicht mehr dazu sagen, als du es getan hast, weil es ist genau das. Ende der Diskussion. Ja, dann gehen wir zum zweiten Match und zwar Oney Lorcan und Danny Burch gegen die Forgotten Sons. Auch hier der Sieger war klar, denn die Forgotten Sons konnten sich hier durchsetzen gegen Oney Lorcan und Danny Burch. Und wie gesagt, das fand ich war klar, denn die Forgotten Sons werden hier also stable dargestellt. Wenn man die jetzt verlieren, Danny Lorcan, das würde die richtig runterziehen. Deswegen war hier der Sieger auch klar, aber ansonsten war das Match auch verdammt stark. Man hatte halt einen Oney Lorcan, der wirklich alles reingehängen hat, aber am Ende dann nicht den Sieg bringen konnte und die Forgotten Sons sich halt am Ende durchgesetzt haben. Man muss dazu auch sagen, ich habe schon durch immer wieder gesagt, Alter, Jackson Ryker sieht echt wie ein Psycho aus und ich und Malu haben es dazu gemacht. Wenn der uns über den Weg läuft, ich würde den freiwillig... Das war eines der Matches, wo ich gedacht habe, die Ansetzung gefällt mir gut, weil... Wie Luki schon sagte, es war zwar klar, wer gewinnt, aber es hat mich nicht gestört, weil ich mag Danny Burch und Oney Lorcan nicht. Ich finde die einfach nur unsagbar nervig und ich bin ein absoluter Fan von eben Jackson Ryker. Das ist alles richtig gemacht und bitte treibt die bis ins Finale und dann am besten gegen, ja, Aleister Black, Ricochet und dann so ein richtig geiles Ding. Und ich bin mit allem zufrieden, was in diesem Turnier passiert. Also die werden auch, ich denke auch, dass die im Finale stehen werden. Werden, denke ich mal, auch dann gegen die War Raiders antreten. Die werden dann bestimmt auch den Titel gewinnen. Das ist echt ein Psychopathen-Stable, muss man sagen. Ja, das Match auch richtig gut. Und dieses Selling von Lorcan und dem, wie heißt der andere nochmal? Danny Burch, ja, mega Sahne. Aber das war auch schon klar, dass die Forgotten Sons gewinnen. Und Oney Lorcan sieht man ja auch bei 205 Live noch in diesem Turnier um den Number One Contender Spot. Ja, ich stimme euch definitiv zu. War richtig genial. Hätte man nicht besser machen können. Mal schauen, was das wird. Wäre echt cool, wenn die beiden, die Forgotten Sons, wie ihr auch meint, im Finale stehen. Entweder gegen Aleister Black und Ricochet oder sogar gegen die War Raiders, was natürlich auch richtig geil wäre, weil die War Raiders sind auch ein Tag-Team, was richtig genial ist. Allein das Auftreten. Man hat es, ich glaube, beim letzten Pay-Per-View war es, wo sie doch mit dem neuen Entrance aufgetreten sind, wo Daniel Herzen vor den Augen gesehen hat, sozusagen, weil er sich direkt in den neuen Entrance verliebt hat, der beiden von den War Raiders. Aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Niemals! Nein! Gerade beim Entrance von den War Raiders bin ich echt gespannt, wie das mit den Titeln aussehen wird. Also, oh ja. Ja, aber noch vielleicht zu der Sache mit Michi, der ja meinte, dass hier die Forgotten Sons die Titel vielleicht sogar gewinnen sollten. Ich bin der Meinung, wenn sie das so nie gewinnen, dann sollten sie auch den Titel gewinnen. Ja, aber wenn sie ihn nicht gewinnen, sondern nur gegen die War Raiders am Ende verlieren, dann bitte auch nicht im Match gegen die War Raiders, weil dann, keine Ahnung, dann würde ich es lieber im Finale verlieren sehen, als sie dann gegen die War Raiders, auch wenn es vielleicht gegen die War Raiders ein besserer Push wäre. Aber wenn sie wirklich ein Titelmatch haben, dann sollten sie den Titel haben. Deswegen, ja. Und die War Raiders haben für mich auch noch nicht lange den Titel, deswegen denke ich, werden es vielleicht Aleister Black und Ricochet, damit die auf der Card sind und die werden dann am Ende gewinnen, sondern die War Raiders verteidigen noch bis Money in the Bank oder SummerSlam und dann verlieren sie den Titel. Aber für mich sollten die Forgotten Sons, wenn sie gewinnen, auch wirklich. Ja, dann ging es weiter mit dem neuen North American Champion, denn der hat sich wirklich, meiner Meinung nach, aus dem Nicht gemeldet, ist dann einfach so rausgekommen, keiner hat damit gerechnet, hat sich erst auf den Tisch gestellt und eine Promo gehalten, bis Matt Riddle rauskam und Velveteen Dream zum Titelmatch herausgefordert hat, wobei Velveteen Dream da, glaube ich, zu Nein gesagt hat und das nicht möchte, aber ich hoffe, das Ganze passiert, denn Matt Riddle gegen Velveteen Dream, das könnte ein weiteres 5-Sterne-Match werden. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit dem Segment sagen soll. Ich kann mich nur daran erinnern, wie Daniel mal gesagt hat, wie, Alter, warum trägt der den Titel wie in der Handtasche? Ich wollte gerade sagen, der hat nicht nur eine Promo gehalten, der hat ja auch seine Handtasche gehalten. Ach nein, das ist ja sein Titel. Oh Mann. Ich habe ja nichts gegen sein Gimmick. Doch, hab ich. Scheiße, ich habe nichts gegen den Typ, aber sein Gimmick geht mir auf den Sack. So, fertig. Ich hab dazu halt auch nicht großartig zu sagen. Man soll den Dürtel tragen wie ein Dürtel. Und nicht für eine Handtasche. Ja, dann ging es in eine Werbepause. Ziemlich ungewöhnlich. Ist man nicht gewohnt bei einem. Aber
danach kam Io Shirai und Kairi Sane, die über das Titelgeschehen gesprochen haben und dass ja Io Shirai gegen Bianca Belair den Number One Contender Spot gewinnen würde und dann auch den Titel gewinnen würde. Dazu sage ich ja bitte, denn Io Shirai als Champion möchte ich schon sehen, nachdem Kairi Sane den Titel schon hatte, jetzt Io Shirai. Und ich habe endlich auch dann, muss man schon sagen, Shayna Baszler satt gesehen und viele gehen auch aus, dass sie den Titel gewinnt und dann beim Shake-Up den Call-Up bekommt. Ich hoffe es, denn dann bin ich sie bei NXT los und ich hoffe, dass man sie dann bei NXT nicht vergessen hat. Ja, bitte ein Titelwechsel. Also alles besser als Shayna Baszler. Und ich glaube, die Bianca Belair hatte da auch wieder ihr Undefeated angesprochen, dieses ja eigentlich nicht mehr ist. Wir werden mal sehen, vielleicht gibt es da auch irgendwie ein Match zwischen denen dann noch. Keine Ahnung, oder die kommen alle drei in dieses Titelmatch. Und es wird ein Viertel-Vorwehr-Match. Wir werden sehen. Aber alles besser als Shayna Baszler. Ja, Shayna Baszler. Alias Mario Basler, wie sie von uns als Renner getauft wird. Ja, groß was zu sagen habe ich nicht. Ich stimme Michi einfach zu. Mal schauen, bin gespannt, was wird, ob es einen Titelwechsel gibt und ja. Ja, dann gehen wir zum dritten Match an diesem Tag. Es ging dann weiter in Dusty Rhodes Tag Team Classic mit Mustache Mountain, Tyler Bate und Seven gegen Profits. Und auch da haben wir schon beim Entrance das rote Attire gesehen. Wir haben gesagt, bitte nicht die Tittenklemmer bei Angelo Dawkins. Und am Ende war es dann auch nicht so. Und am Ende konnten sie sich auch nicht durchsetzen, denn Trent Seven hat Angelo Dawkins nach einem Burning Hammer gepinnt. Und somit sind Mustache Mountain eine Runde weiter. Auch hier echt starkes Match und hat echt Spaß gemacht zu sehen, auch wenn ich bin jetzt auch nicht so einer, der wirklich eine ganze Show über Tag Team Matches sehen kann, aber bei NXT sind die Matches immer so stark, dass ich mir das auf jeden Fall anschaue. Ich finde auch bei diesem Match war nicht unbedingt klar, wer da dieses Match gewinnt, da war alles möglich. Am Ende der Burning Hammer, ja, das war schon, und ja, wir saßen auch wirklich alle da und haben wieder diese komischen Outfits, aber das war dann nicht so. Ja, das Match war ganz okay für die erste Runde des Turniers, aber halt auch nicht gerade das Beste von dieser Ausgabe. Ja, ich finde Matches, wo der Ausgang sowieso nicht so ganz klar ist, ziemlich genial. Ich finde, man soll lieber die Matches etwas länger machen, etwas aussichtlichen und dann langsam aufbauen, dass die Leute merken, wer der Gewinner ist. Von daher fand ich dieses Match echt gut. Und ja, das war's von meiner Seite aus dazu. Daniel hat da anscheinend nichts zu sagen, deswegen gehen wir direkt zum Main Event. Und zwar DIY, Thomas the Jumper und Johnny Gargano gegen Undisputed Era mit Bobby Fish und Kyle O'Reilly. In dem Match ist uns aufgefallen, das war für Kyle O'Reilly ein Booking à la Roman Reigns, wo der alles rausgekommen ist, holy fuck. Und am Ende dann mit dem Tag Team Finisher von DIY der Sieg. Und DIY ist eine Runde weiter. Auch hier ein Match in DIY und Undisputed Era, wo man sich dachte, ja, das Match kommt viel zu früh, denn einer musste verlieren und das will man bei den beiden auf jeden Fall nicht. Und so war es am Ende Undisputed Era, finde ich schade, aber da bin ich auch gespannt, jetzt wo Tommaso Ciampa ja anscheinend verletzt ist. Also ich habe immer noch nichts Offizielles von der WWE gehört, auch ein P oder sonst was, die ja sein soll. 6-14 Monate soll er verletzt aus. Ja, wie gesagt, ich habe da nichts Offizielles von der WWE gehört, deswegen muss man da gucken, wie es da weitergeht. Und ja, an sich, viele haben gedacht, die DIY verliert jetzt gerade wegen der Verletzung, haben sie dann am Ende nicht, denn das sind der Tapings und ich glaube, die Tapings waren schon vor der angeblichen Verletzung. Ja, ich finde es gut, dass DIY gewonnen hat. Man hat am Anfang beim Entrance kurz deren Entrance-Musik einspielen lassen und dann am Ende, wo sie zum Ring komplett gelaufen sind, dann mit DIY-Musik. Also ich finde, man hat das echt gut umgesetzt mit den beiden und ich bin auch echt gespannt, wie man dann in der Zukunft mehr davon sieht und ob sie vielleicht beim nächsten Mal schon wieder mit den DIY-Klamotten. Und ja, mal schauen. Aber an sich war das Match echt stark. Wie gesagt, Kyle O'Reilly, Booking à la Roman Reigns. Aber ich finde, bei NXT wird das immer umso besser umgesetzt. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Man muss dazu auch sagen, Tommaso Ciampa hat echt wenig Bumps. Also das ist auch wieder so ein Anzeichen für eine Verletzung. Aber da muss... Wie du schon sagst, ist echt schade, dass auch wieder so eine Anzeige, wo man es nicht unbedingt sehen will. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auch gut. Dann mache ich einfach weiter. Ja, man hat halt gesehen in dem Match, dass die Verletzung an sich schon da war. Zu dem Zeitpunkt nur noch nicht so schlimm, wie sie sich dann entwickelt hat. Klar, das ist den Tapings geschuldet, aber man hat halt gesehen, dass Tommaso sich sehr zurückgenommen hat. Wenig Bumps und also nicht gar keine, aber halt echt wenig und hat ganz viel halt auch Johnny arbeiten lassen. Hat dem Match aber keinen Abbruch getan. War ein sehr, sehr geiles Match. Die Spots, die es gab, auch von Ciampa, mega gut. Und bitte mehr davon. Ich hoffe nur, dass wir generell nicht jetzt dann tatsächlich auf Tommaso verzichten müssen. Ich sollte mich langsam mal entscheiden, ob ich jetzt Nachname oder Vorname sage.
Ja, es ist mir aufgefallen, weil man geht ja davon aus, dass es eine ähnliche Verletzung ist wie damals bei Jason Jordan. Und wo das geendet ist, wissen wir alle. Bitte nicht. Ja, denn bei Jason Jordan hat es ja geendet mit einem Karriereende. Wäre echt schade, weil Tommaso echt ein klasse Wrestler ist. Auch in diesem Match zu sehen, obwohl er nicht viel gezeigt hat. Gut, ist logisch, wenn man verletzt ist, zeigt man möglichst wenig, um sich nur mehr zu verletzen. Ist doch richtig, aber dennoch hat Johnny Gargano das Ganze dennoch gut hingebogen, damit es sich dann so aufgefallen ist, finde ich. Ja, alles in allem dennoch ein gutes Match und wir werden sehen, wie es weitergeht, auch mit Ciampas Verletzung. Ich habe die Tage Bilder gesehen, ich habe auf Instagram die WWE irgendwie gepostet aus dem Operationssaal sogar und von ihm im Krankenzimmer, von ihm, also wird es schon im Gange sein und wir hoffen, dass er wiederkommt, denn so ein Talent erst aufzubauen wegen so einer Verletzung ein Karriereende zu geben, wäre echt sehr, sehr schade. Aber ich würde sagen, wie bei allem, lassen wir uns einfach mal überraschen. Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, wir waren ja da am Gucken und dann war es schon fünf Minuten vor dem eigentlichen Ende, hat ja dieses Match dann begonnen. Da dachten wir uns, das wird doch nicht ein Squash-Match für einen der beiden sein, weil das haben ja auch nicht beide verdient, weggesquasht zu werden. Aber wir wurden des Besseren belehrt und wir wurden mit einem 20-Minuten-Match fast, weil es ja 15 Minuten überzogen hatten, circa, nicht enttäuscht sozusagen. Mit den richtigen Gewinnern am Ende, würde ich jetzt sagen. Auch wenn es schade ist für die Undisputed Era, weil sie ja in einer Promo haben mal, das wird das Jahr der Undisputed Era. Sie werden wieder alle Titel gewinnen, die es in NXT gibt, aber das scheint noch nicht so zu wollen, wie die es gerne haben möchten. Ja, dann war's NXT. Da kamen nur noch die War Raiders raus und haben sie. Ja, vielleicht so ein kleines Fazit von meiner Seite aus zu den drei Shows. Ich fand Raw war wieder mal echt solide. Klar, die letzten Wochen waren, finde ich, ziemlich schon echt besser. Aber man hält momentan echt gut mit SmackDown, was Raw angeht. Deswegen freue ich mich auch schon von Woche zu Woche immer mehr auf Raw. SmackDown war natürlich wieder fantastisch, auch wenn man kurze Zeit echt so ein paar Dinge hatte, die man nicht gebraucht hat. Aber die gibt's ja irgendwie jede Woche. Dennoch war SmackDown auch echt gut. Und NXT war für mich mal wieder die beste Show in der ganzen Woche. Aber ich denke, das ist neu. Zusammenfassend gesagt, man kann jetzt seit ein paar Wochen wieder alle Wrestling-Shows gucken, ohne dabei einzuschlafen. Da hat die WWE ganz schön nachgelegt. Das fällt uns immer mehr auf, auch in der Vorbereitung für den Podcast. Ist aber gut so und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, bitte nicht nächste Woche wieder nur Tag-Team-Matches bei NXT, weil dann wird es langsam... Ja doch, da wirst du wahrscheinlich noch durchgehen müssen, was dann also das Halbfinale ist, glaube ich. Ja, aber... Vom Tag-Team-Turnier. Ja, aber warum dann nur Tag-Team-Matches? Das ist es ja... Daniel, sei froh. Es sind nur zwei Halbfinal-Matches. Das heißt, es wird, denke ich, noch ein drittes normales Match drin sein. Juhu! Und was willst du dann noch alles in eine Stunde reinpacken? Das ist auch das und es ist ja auch die letzte Taping. Juhu! Doppeljuhu! Gut, dann verabschiede ich mich bei euch an dieser Stelle schon mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem Geschwafel. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich den Podcast so gut rumkriege heute. Das hat aber andere Gründe. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ihr könnt immer noch gerne mit uns diskutieren über das, was wir hier so erzählen. Nutzt gerne überall die Kommentarsektion. Lasst ein Abo da, überall, wo es möglich ist. Alles, was dazu gehört. Ihr kennt das Spiel. Bis nächste Woche Sonntag. Tschüss. Also jetzt bis nächste Woche Sonntag, dann dauert es nicht, weil wir haben jetzt noch einen Fastlane-Paper. Ach verdammt, wir haben ja noch den Pay-Per-View-Podcast, richtig? Dann bis dahin. Ja, das reicht vergesslich auch unten an. Das kennen wir ja. Also, aber auch ich verabschiede mich von meiner Seite, hoffe, ihr hattet Spaß. Stimme mich den Worten von Daniel an. Und ich hoffe, ihr habt dann heute, für euch heute, für uns morgen, viel Spaß bei Fastlane. Oder halt, wenn ihr es nicht gucken könnt, live einen Tag später, dann verabschiede ich mich. Tschüss. Ja, von meiner Seite noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß wie immer. Denn wenn ihr Spaß habt, haben wir auch Spaß. Gehe ich zumindest von aus. Ja, wie Daniel schon sagt und auch Luki, es war mal wieder eine sehr interessante und schöne anzusehende Wrestling-Woche. Denn alle Shows waren mal wieder klasse. Selbst Raw, die ja vorher in letzter Zeit nicht ganz so gut war. Vince McMahon nimmt sich wohl echt so langsam ein Beispiel an seinem Schwiegersohn, Hunter. Und ja, ich wünsche euch dann auch heute Abend, wie gesagt für uns, morgen Abend viel Spaß bei Fastlane. Oder wenn ihr es später guckt, schaut es auf jeden Fall an, wenn ihr die Möglichkeit habt.
weil die Pay-Per-Views sind im Allgemeinen echt immer interessant. Und klar, Fast wird nicht der interessanteste sein, der interessanteste wird da raufkommen. WrestleMania. Aber definitiv viel Spaß. Tschüss, schönen Sonntag noch. Und wir sehen uns dann Montag, Dienstag, je nachdem, wann wir den Podcast für den Fast-Pay-Per-View aufnehmen. Ja, dann verabschiede ich mich auch und sage, hoffentlich hat euch das Ganze gefallen. Wir könnt, wie Daniel schon gesagt hat, gerne mit uns in den Kommentaren diskutieren. Wir sind da echt offen. Könnt auch gerne schreiben, was, wie ihr euch Fast so ausmalt, was ihr euch erhofft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch nach dem Fast-Pay-Per-View beim nächsten Podcast wieder. Und würde ich sagen, tschüss.